So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, diesen schönen Raum hier so gefüllt zu sehen mit Ihnen, fast alles Bürger unserer Stadt und natürlich ein paar einzelne Unternehmer, die hier sich engagieren oder die vor den Toren wohnen. Ja, schön, dass wir die Einladung vollgekriegt haben. Es haben sich auch viele entschuldigt, da habe ich dann nochmal nachgeladen. Wir haben versucht, einen repräsentativen Kreis zu finden, keine einseitige Ausrichtung. Ja, ich begrüße ganz herzlich unseren Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Er ist heute zu Besuch in Pockerlengefeld. Und ich begrüße unseren Landrat Frank Vogel, der uns heute hier begleitet, der Ihnen natürlich genauso Rede und Antwort steht. Ich hoffe aber, dass sich die Diskussion schon in Richtung Land dreht. Dafür haben wir Herrn Kretschmer hier. Vielleicht ganz kurz, warum wir heute hier sind. Ich habe Herrn Kretschmer eingeladen, weil wir vom Land im letzten Jahr eine schöne Förderung bekommen haben zur Sanierung des Museums Kalkwerk Lengefeld. Eine sehr hohe Förderung, die wir auch dringend brauchen, mit dem hohen Fördersatz. Und da habe ich mir gedacht, ich muss dem Michael Kretschmer, er hat es zwar nicht persönlich gemacht, aber es lief auch über die Staatskanzlei, muss ich jetzt mal zeigen, was wir hier anstellen, was wir für ein schönes Kalkwerk wir haben und was wir hier noch tun müssen. Und deswegen waren wir heute auf der Baustelle, denn wenn das im November, Dezember fertig wird, habe ich mir gesagt, was will ich im Winter ihm dort das zeigen. Also machen wir Baustellenbesichtigung im Sommer, hat ja auch noch geklappt heute Nachmittag. Und dann war das von ihm der Vorschlag, wir machen dann abends noch eine schöne Veranstaltung und laden dort ganz viele engagierte Leute ein. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass er gekommen ist. Der Michael Kretschmer ist ja einer, der nicht nur zuhört, der mit Leuten redet, das wissen ja fast alle. Gibt ja auch sogar Kritik, du redest mit zu vielen, sehe ich nicht ganz. Und das heute diese Veranstaltung nennt sich MK Direkt, seine Veranstaltung, ja, MK, Michael Kretschmer Direkt, also ein Veranstaltungsformat, ich weiß nicht, wie lange, ein, zwei Jahre schon machst, was wahrscheinlich gut ankommt. Ich habe es auch schon Radio gehört, selbst Deutschlandfunk hat schon berichtet. Ja, also ganz basisnahe Diskussionen mit Einwohnern, mit Bürgern. Ganz herzlichen Dank. Ich höre jetzt auf und würde vorschlagen, es wird gleich mit Fragen einsteigen oder möchtest du erst noch? Ich sage mal guten Tag und ein herzliches Glück auf. Ingolf, vielen Dank für die Möglichkeit und lieber Frank Vogel, Alexander Kraus und Jörg Markert sind mit dabei und viele, viele andere. Für mich ist es immer eine wunderbare Möglichkeit, mal zu schauen, wie die Dinge, die wir uns da gemeinsam auch im Landtag oder in der Staatsregierung überlegen, wie das ankommt, was davon als richtig empfunden wird und wo die Menschen sagen, also hier liegt ihr vielleicht auch nicht ganz richtig, hinter uns liegen schwere Monate mit dem Thema Corona, vor uns, was liegt vor uns, also heute Morgen waren wir an der Hochschule in Mittweida, wir haben gerade auch über Gastronomie gesprochen. Alle sagen, es darf nicht noch einmal so eine vierte Welle geben. Das ist auch meine Meinung. Die jungen Leute haben es heute total klasse auf den Punkt gebracht. Wir haben Impfen, wir haben Testen, wir haben Genesene. Und die müssen in Zukunft anders behandelt werden, als die, die das alles nicht machen. Also kommen Sie nicht auf die Idee, wieder so einen Lockdown zu machen und alles runterzufahren, sondern schauen Sie, wenn die Zahlen steigen, dass dann diejenigen Angebote nutzen können, die diese 3Gs einhalten, fand ich einen sehr klugen, rationalen Zugang zu diesem Thema. So wollen wir es übrigens auch handhaben und damit wirtschaftliche Schäden vermeiden. Es ist eine Zeit gewesen, die vieles durcheinander gebracht hat und ich hoffe, dass wir, wenn wir jetzt ein Stück weit solidarisch sind und rational mit der Situation umgehen, auch das Gröbste hinter uns haben und dass wir uns alle wieder auch zu einer Bergparade in diesem Jahr treffen können. Wir wollen dringend aus dieser Zeit raus, weil wir eigentlich jetzt auch andere Themen vor uns haben. Angetreten bin ich 2017 auch mit der Frage Stärkung ländlicher Raum. Eine ganze Menge ist passiert. Sie erinnern sich an die Sorgen, was den Lehrernachwuchs angeht.
Das war eine der schwersten Entscheidungen, da jetzt zur Verbeamtung zu kommen. Seitdem ist es so, dass die jungen Leute, die in Sachsen studieren, auch zum allergrößten Teil hier bleiben und nicht zu einem großen Teil weggehen. Jetzt müssen wir es noch schaffen, dass sie auch in die ländlichen Regionen gehen. Das gibt jedes Jahr einen riesen Stress, immer dann, wenn nämlich die Einstellungszeiten sind und die jungen Leute uns sagen, also ich will in Dresden und in Leipzig anfangen als Lehrer. Und wir dann sagen, ja, Leipzig und Dresden ist schön, aber da haben wir jetzt alle Stellen schon besetzt und wir haben für sie die und die und die Schule und die Region. Das endet häufig in der Vergangenheit mit Erpressung. Das haben wir jetzt mal ausgehalten, die ersten 2 Jahre, und wollen das auch in der Zukunft, sodass wir am Ende dahin kommen werden. Da bin ich mir ganz sicher, dass in allen Regionen auch da die Lehrerstellen besetzt werden. Ähnlich ist es mit dem Thema Medizin. Das ist eines der großen Vorhaben. Die haben wir aber jetzt schon auf den Weg gebracht, dass auch in Chemnitz Mediziner ausgebildet werden. Mediziner, die sich bewusst entscheiden, am Ende in den Regionen als Hausarzt arbeiten zu wollen. Wichtige Weichenstellung, kostet richtig Geld, aber ist, glaube ich, auch gerade für das Erzgebirge, für das Vogtland eine ganz große Weichenstellung, weil wir hier damit auch diesen Bereich haben. So, und dann haben wir gemeinsam mit Frank Vogel versucht, dieses Thema Breitbandversorgung auf den Weg zu bringen. Was die weißen Flecken angeht, sind jetzt in einer intensiven Diskussion über die grauen Flecken, also das, was so zwischen 30 und 100 Mbit ist. Die Entwicklung ist ja rasant schnell und da ist es wieder auch in den großen Städten, selbst Görlitz oder Bautzen, kein Thema, aber überall im ländlichen Raum ist das schon eine Frage und deswegen wird es da auch weitergehen, damit wir da auch eine gute Versorgung haben. Und so würde ich gerne Schritt für Schritt auch weiter dafür sorgen, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse haben, dass wir, die wir aus den ländlichen Regionen kommen, sicher aus dem wunderschönen Erzgebirge, wirklich mit so einer, auch einer Begeisterung auch in den kommenden Jahren junge Leute anziehen und die, die hier sind, auch hier bleiben oder wiederkommen. Das haben wir mehr als verdient und diese Region ist so fantastisch. Das Welterbe, eine der emotionalsten Momente dieser knapp 4 Jahre, auch für mich, haben wir jetzt uns gemeinsam entschieden mit Frank Vogel, nachdem der Alexander Kraus geholfen hat, dass wir Bundesgeld bekommen für dieses Welterbe, Erzgebirge, Krosnohorij, Entschuldigung, mein Tschechisch. Und dann hat der Jörg geholfen, dass wir 5 Millionen noch vom Land haben, sodass wir jetzt ein Welterbezentrum nach dem anderen machen können. Und ich habe ja gehört, die Kalkmühle soll auch noch Welterbe werden. Da hätte ich auch eine Idee, wie das geht. Nicht heute und morgen, aber lassen Sie die jetzt erstmal hier alles ein bisschen arbeiten. Die erste Evaluierung. In der Zwischenzeit bringen wir das auf einen vernünftigen Stand. Ich habe eine tolle Chefin da, die Frau Reichel. Und dann werden Sie sehen, kriegen wir auch noch das hin. Braucht man ein bisschen Zeit, aber die Dinge sind, glaube ich, gut angelegt. So, und worüber wir heute reden, das entscheiden Sie. Und sagen Sie mir, was Ihnen auch nicht passt oder wo Sie sagen, passt, geht überhaupt nicht. Wir haben jetzt die Gelegenheit, das so auszunutzen, wie Sie es bestimmen. Danach gibt es noch was zum Grillen, habe ich gehört, die Freiwillige Feuerwehr. Das ist ein feiner Zug, gibt es auch nicht überall. Mal gucken, ob wir es uns verdient haben bis dahin. So, jetzt bitte ich Sie einfach um Handzeichen für eine Wortmeldung, für eine Frage oder für eine Anregung für uns, für die Diskussion. Wer macht den Anfang? Bitte schön. Würden Sie bitte geht es an das Mikrofon, an das Saalmikrofon? Mein Name ist Dr. Burgemuth, ich komme aus Marienberg, Nachbargemeinde. Und ich würde gern mal mehr über die Zukunft sprechen. Wir haben ja zu Zeiten des Klimawandels und der Hochwasserkatastrophe sollten wir gerade über erneuerbare Energien sprechen und wie das damit weitergeht. In Sachsen gibt es ja de facto seit 3, 4, 5 Jahren keine Erweiterung bezüglich der Windkraft. Das ist zum Stillstand gekommen. Und ich hatte mich hier mit anderen Einwohnern, auch Einwohner von Pockau-Lengefeld, engagiert, um eine Bürgerwindgenossenschaft zu gründen.
Da gibt es hier ein Vorranggebiet, Windvorranggebiet, die Blaue Taube. Ich weiß nicht, ob da Kretschmar über die B101 gekommen ist. Dort dieser Berg, der nach Pocka herunterführt, dort ist das. Und das ist also eine Menge Arbeit reinzustecken, da ist Flächenakquise zu machen und zu planen, Naturschutzgutachten. Das ging also 2015 los und da gab es Zusammenkünfte mit Stadträten. Da waren drei Bürgerinformationsveranstaltungen und dann ging das weiter. Das ist also gediehen, da gibt es Verträge mit den Grundstücksbesitzern, die die Grundstücke zur Verfügung stellen. Und dann waren noch anderthalb Jahre lang Naturschutzgutachten zu erstellen und so weiter. Sie kennen das ja. Und dann kam der Herr Wappler wieder an die Macht hier in Lengefeld und der hat dafür gesorgt, dass an der Stelle ein völliger Stillstand entstanden ist. Der hat mit seinen Stadträten dort auf dem Berg ein pro forma Gewerbegebiet ausgewiesen, wahrscheinlich vorher durch Rechtsberatung, diese Rechtskanzlei vielleicht mit Steuermitteln bezahlt, das weiß ich nicht. Und so dass wir jetzt einen Baustopp dort haben. Es ist also eine Veränderungssperre. Und ich finde, wenn man so ein Vorranggebiet hat und die Abstände stimmen, dann ist dieses Gewerbegebiet dort eigentlich eine Verhinderungsplanung, weil dort wird nie ein Gewerbegebiet entstehen. Er hat Gewerbeflächen in Pocka-Lengefeld, also in Pocka und in Lengefeld frei. Und dieses Gebiet hat ein Gefälle von 80 Metern. Sie wissen, Herr Kretschmar, dass die Gewerbebauten auf Flachland gebaut werden. Also ich finde, hier sollte wirklich mal die Landesregierung die Möglichkeit prüfen, ob man diese Veränderungssperre für die zwei Windräder aufhebt, weil in Gewerbegebieten, selbst wenn es eins wird, ist das zulässig, Windräder zu bauen. Wir sehen das bei BMW in Leipzig. Dort stehen auch im Gewerbegebiet Windräder. Also warum also dieser Stillstand bei der Windkraft gerade passiert, das ist besonders bedauerlich, weil die Windkraft ist die entscheidende erneuerbare Energie. Wind haben wir nämlich nachts, Wind haben wir im Winter. Na, und die Elektromobilität, die hat nur Sinn, wenn ich nachts mein Auto lade, wenn das eventuell mit erneuerbaren Energien gemacht wird. Wenn ich das mit Kohlestrom oder Gasstrom mache, dann ist die Elektromobilität nur ein schöner Traum, der aber eigentlich nicht viel beiträgt zur Energiewende. Okay, dann würde ich mal sagen, kann ja als erstes mal der Herr Wappler was sagen zu dem ganz Konkreten und dann sage ich nochmal was zu den grundsätzlichen Punkten und was jetzt auch uns vielleicht mit dem Energie- und Klimaprogramm erwartet. Ja, ja. Danke. Ja, ich würde mich auf ein paar wenige Punkte beziehen. Herr Wohlgemuth, ist nicht ganz richtig. Also erstens haben wir überhaupt keine freien Gewerbeflächen, also null. Ja. Wir haben noch ein paar Splitterflächen. Ist vollkommen indiskutabel. Wenn jetzt einer käme, der hier investieren will, habe ich nichts, was ich ihm anbieten kann. Wenn es anders wäre, wäre die Entscheidung nicht ergangen. Das Zweite ist, was Sie eingangs sagten, diese Gespräche, die da stattgefunden haben, diese Informationsveranstaltungen und so weiter, bestreite ich nicht. Ich sage aber auch ganz klar, weil das ja auch in der Presse schon so rübergebracht worden ist, hat niemals von der Stadt in irgendeiner Form eine positive Aussage zu diesem Ganzen, weder schriftlich noch mündlich noch sonst irgendwie gegeben. Wenn die Stadt angefragt worden ist, meistens war ich ja persönlich, habe das immer negativ beantwortet. Telefongespräche, E-Mails, Schreiben. Das heißt, die Investoren konnten niemals behaupten, dass sie getäuscht wurden oder sonst irgendwas. Es war immer eine ganz klare Ausrichtung gegen das Vorhaben. Und ansonsten, Verhinderungsplanung ist es selbstverständlich nicht. Es ist ein Zukunftsprojekt. Dieser Höhenunterschied, den ich nicht bezweifeln will, ich habe es jetzt nicht ausgemessen, ist auf einem riesigen Gebiet. Wir haben dort eine Fläche von 45 Hektar. Das heißt, diese 80 Meter, wenn sie da sind, Höhenunterschied, der ist ja nicht auf einem Grundstück von 2000, sondern eben von 45 Hektar. Man kann also dort ohne riesige Terrassen anzulegen auch relativ ebene Grundstücke bilden, die dann auch benutzt werden können. Ja, also das wäre mal ganz kurz zusammengefasst. Es hat im Stadtrat bei den Befassungen zu diesem Thema, die ja nicht nur einmal stattgefunden haben, große Mehrheiten dafür gegeben. Und wir planen weiter und werden sehen,
wo wir landen. Wie gesagt, entschieden ist noch gar nichts, aber das Vorhaben ist erstmal da. Und das andere, was man vielleicht auch noch sagen muss, dass wenn die Windräder gebaut würden, sind ja im Wesentlichen ein, zwei Stadtteile von uns betroffen. Vor allen Dingen Forchheim. Das ist der Ort, der also von dem Schatten dort bestrichen wird, von früh bis Abend. Und wenn Sie in Forchheim unterwegs sind, werden Sie wahrscheinlich niemanden finden, der Ihnen irgendwas Positives unterschreiben würde. Das heißt, die Betroffenheit ist natürlich das Entscheidende. Aber für mich ist klar, die Fläche eignet sich potenziell für Gewerbeansiedlung. Und ich sehe es als Zukunftsthema. Ich sage nicht, dass wir Kohlestrom mehr brauchen, sage ich überhaupt nicht. Ich bin auch für erneuerbare Energien. Wir investieren auch künftig als Stadt stärker in Erneuerbare, aber nicht in Windräder. Und an der Stelle ist die mehrheitliche Meinung, glaube ich, ganz fest der Einwohner gegen zwei große Windräder mit einer Höhe von 260 Meter über Grund. Also, vielen Dank für die Aufklärung. Die Details kannte ich nicht, vielleicht auch für den einen oder anderen von Ihnen nochmal interessant zu hören. Fakt ist eins, ich habe mich 2017, als ich Ministerpräsident wurde, sehr gewundert, weil es kaum noch größere Industrie- und Gewerbeflächen in Freistaat Sachsen gibt. Und ich bin froh darüber, dass jetzt an vielen Stellen so eine Bewegung beginnt, wieder Industrieflächen auszuweiten. Ich weiß nicht, was der Grund ist. So eine gewisse Haltung, die mir auch in den Ministerien begegnet ist, naja, das wird jetzt alles weniger, die Bevölkerung wird weniger und wird alles schwieriger. Wenn Sie in die alten Bundesländer kommen, da sind alle Bürgermeister irgendwie dabei, dort nochmal was auszuweisen, dort nochmal was zu gucken. Also wir müssen das auch tun. Das ist absolut richtig und notwendig. Über Größe und Lage muss man immer regional entscheiden. Aber in der Sache ein Stück weit eine Perspektive zu geben, das ist, sehen wir jetzt auch bei der jetzt auch in Erneuerbaren der Automobilindustrie. Da gibt es Leute, die haben echt Probleme. Das ist auch so, dass wir da helfen müssen, den Strukturwandel hinzukriegen. Aber es gibt ganz, ganz viele neue Investitionen. Und es gibt eigentlich jeden Tag, dass irgendeine Firma kommt. Ich fahre jetzt erst wieder in die Schweiz, um dort zu werben. Schweiz ist auch ein großer Investor in Sachsen. Und die fragen, haben Sie ein Baugebiet, wo wir anfangen können? Ich habe hier, der Spruch heißt immer, der Investor hat den Spaten in der Hand. Der will morgen anfangen. Und wenn nicht morgen, dann aber spätestens in einem Dreivierteljahr. Deswegen muss man auch als Gemeinde absolut aus meiner Sicht ein Stück weit vorbereitet sein. Zweitens, jetzt will ich mal sagen, diese Welt lebt ja von 0 und 1, weiß und schwarz. Jetzt müssen Sie ein bisschen grau ertragen. Ich komme aus einem Braunkohlegebiet und ich habe lange darum gekämpft, dass das nicht so schnell passiert mit dem Ausstieg und habe dann am Ende meinen Frieden damit gemacht. Obwohl ich Ingenieur bin und sehr, sehr sicher bin, dass der Ausstieg aus der Atomenergie und aus der Kohleverstromung zeitgleich so nicht funktionieren kann. Wenn man das ein bisschen aufeinander rechnet, muss das schiefgehen. Aber, und jetzt kommt da eben die Frage des Graus, wir sind auf einem Weg, der egal wo Sie sich aufhalten, selbst jetzt in Russland ist das klar geworden, alle haben die Pariser Klimaziele unterschrieben. Alle sind sich einig, wir müssen aus der Kohleverstromung, der Erdgasverstromung raus, und zwar mittelfristig, 2040, 45, wird in den meisten Ländern Schluss sein, auch in Polen, auch in der Tschechischen Republik. Und deswegen muss man sich auf den Weg machen. Und wenn Sie heute ein namhaftes Unternehmen hierher bekommen wollen, was vielleicht im Automobilbereich arbeitet, ihr habt ja da auch ein großes Unternehmen, werden die Ihnen sagen, das geht nur noch in Zukunft mit erneuerbaren Energien. So, ob Sie das wollen oder nicht, ob Sie es richtig halten oder nicht, es ist ganz klar, die sagen alle erneuerbare Energien. Und da müssen wir alle, glaube ich, auch ein Stück weit einen Beitrag dazu leisten. Und da finde ich auch, Wind ist immer noch im Vergleich auch zu Solar, hat eine relativ hohe Ausbeute, wobei er eben sehr, sehr unbeliebt ist. Und das heißt, ich habe immer gesagt, je näher Sie an ein Braunkohlekraftwerk kommen, je mehr tragen die Leute das mit. Und wenn Sie jemandem sagen, ich baue dir eine Windkraftanlage in dein Dorf, dann musst du schnell rennen, weil die alle mit der Mistgabel kommen. Also ist da etwas irgendwie komisch. Bei dem Braunkohlekraftwerk weiß jeder, was er einen unmittelbaren Nutzen davon hat. Er arbeitet dort, die Familie arbeitet dort, es gibt einen ordentlichen Gewerbesteuerertrag, das haben Sie beim Wind in der Form nicht. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, 1000 Meter Abstand, das ist das, was die sächsische Staatsregierung zu entscheiden hat, um gewissen
eine gewisse Befriedung zu erzeugen. Die Bundesregierung hat jetzt pro erzeugter Kilowattstunde Elektroenergie aus dem Windrad auch eine Umlage für die Gemeinden organisiert, sodass da auch jetzt ein unmittelbarer Nutzen für die Gemeinde ist. Und ansonsten muss man sich, glaube ich, das im Einzelfall anschauen, und da werde ich nicht der Schiedsrichter sein. Es gibt Gründe, warum in diesem Land und auch in Baden-Württemberg und auch in Hessen und auch in Thüringen eigentlich überall der Windausbau zum Erliegen gekommen ist, weil der unmittelbare Nutzen für diejenigen, die da leben, nicht erlebbar gewesen ist. Das ändert sich jetzt vielleicht mit dieser Umlage oder dieser Vergütung in die Gemeindekasse ein Stück weit. Aber es ist so, wir werden nicht umhin kommen, da Windenergie auszubauen. Das muss man einfach auch so deutlich aussprechen. Und das ist jetzt kein deutsches Phänomen, sondern es ist eigentlich überall die Länder, die größer sind, die mehr Fläche haben, wie beispielsweise Russland, die haben es etwas leichter. Diejenigen, die ein positives Verhältnis zur Atomenergie haben, haben es etwas leichter. Aber die beiden Dinge sind bei uns nicht gegeben. Deswegen müssen wir versuchen, auch andere Formen der Energieversorgung mit einzubeziehen. Gunter Schröder, Stadtrat. Ja, guten Abend, Gunter Schröder. Ich bin im Stadtteil Bockau zu Hause. Ich habe eine Frage an den Herrn Ministerpräsident, was die Fördertöpfe, Fördermittel betrifft. Wir haben ja in der Stadt Bockau-Langenfeld in den letzten Jahren sehr davon profitiert, sonst wären viele Sachen nicht entstanden. Das Thema Kalkwerk heute wurde wieder angesprochen, wo wir das aus eigener Kraft nie gestemmt hätten. Ich freue mich darüber. Ich habe eine Frage dazu. Wir beschäftigen uns im Stadtrat oder stehen kurz vor der Auftragsvergabe für den Neubau des neuen Feuerwehrgebäudes in Bockau. Dort haben wir eine Festförderung bekommen. Die ist zugesagt von ca. 650.000 Euro. Die Baukosten werden so 2,2 Millionen ungefähr betragen. Meine Frage ist die, wäre es nicht angebracht, gerade für solche wichtigen Sachen wie eine Feuerwehr, wo die Leute ihren Dienst tun, ihre Freizeit opfern, auch im Zuge der Gewalten, die immer öfters kommen. Die Bockauer Feuerwehr hat selber zweimal Hochwasser bekommen, liegt im Überschwemmungsgebiet, dort einen höheren Fördersatz zu gewähren. Wenn ich sage, 650.000 Euro von 2,2 Millionen, ist das prozentual nicht vergleichbar mit anderen Sachen, wo es 80% gibt. Es sollte doch eine Möglichkeit geben, in der Landesregierung oder generell über diese Förderhöhe mal nachzudenken. Denn diese ca. 1,5 Millionen, die aus dem, ich sage jetzt mal, Stadtsäckel kommen müssen, die schmerzen schon ganz erheblich und binden Geld, was dringend auch für Straßenbaumaßnahmen in den Orten und so weiter benötigt wird. Danke. Ja, das ist wie im echten Leben. Man kann den Euro nur einmal ausgeben und selbstverständlich kann man sich da auch einen höheren Fördersatz vorstellen. Das bedeutet eben an der anderen Stelle was weniger, ne? Und ich glaube, dass man es am Ende versuchen muss, das ist jetzt vor allen Dingen auch die Aufgabe auch der Landtagsabgeordneten, das auszutarieren. Und wenn man sich mal die vielen Aufgaben nebeneinander stellt, vom Schulhausbau, Kindergärten, Straßen bis hin eben jetzt freiwillige Feuerwehr oder andere Bereiche, Kulturförderung, dann ist es immer eine gewisse, auch ein atmendes System. Ich habe damals 2017 und 2018 mit Roland Wöller dafür gesorgt, dass wir jetzt über einen langen Zeitraum, 5 Jahre lang, eine Klarheit haben, was die Förderung angeht von Fahrzeugen. Das haben wir jetzt auch nochmal verlängert, weil am Ende ist es so, der Brandschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben und er geht nur im eigentlich lokalen Kontext. Das schon seit über 100 Jahren haben die Leute füreinander Verantwortung übernommen. Und wenn das nicht mehr geht, dann bricht es zusammen. Wenn man sich den Kommunalhaushalt mal vorstellt und sie hätten es nicht mehr mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, sondern sie würden es entgeltmäßig umsetzen müssen, wäre Schluss, und zwar für alle anderen Aufgaben. Und wenn man das weiß, war damals die Frage, was machst du jetzt? Und wir haben uns entschieden zu sagen, wir investieren in die Technik.
über einen langen Zeitraum gibt es Klarheit. Es gibt auch, das war die Idee von Jörg Markert, diese Frage der Sammelbeschaffung. Habe ich nie für möglich gehalten, aber die Praktiker haben es vorgeschlagen und es funktioniert auch super. Es gibt einen höheren Fördersatz, wenn mehrere Feuerwehren das gleiche Fahrzeug bestellen und es gibt am Ende vom Hersteller den Rabatt. Wie gesagt, ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, ich gesagt, klappt nie. Wirkt Wunder, muss man sagen, Jörg, was du dir damals überlegt hast. Wir haben eine gewisse Pauschale gemacht für Jugendfeuerwehr und auch für die Kameraden so, um einfache Dinge zu beschäftigen. Wir bauen extrem aus, die Feuerwehrschule Naht, und wir haben eben auch die Förderung für die Gebäude. Und jetzt nehme ich es mir gerne nochmal mit und schaue mir es nochmal im Detail an. Aber das ist zumindest jetzt erstmal die erste Ausgabe. Wenn man an der einen Stelle jetzt mehr tun will, muss an der anderen etwas weniger werden. Ich würde Ihnen versprechen, dass ich mir mal die Fördersätze anschaue, vielleicht auch die Festbeträge, wie haben sie sich in den letzten Jahren entwickelt. Manchmal ist es so, das kommt 3-4 Jahre her, dazwischen gab es eine Inflation, da muss man mal wieder nachsteuern, das haben wir auch bei den Fahrzeugen gemacht, das gucke ich mir an. Einverstanden? Aber ich will jetzt nicht so rausgehen und sagen, Motto, Sie haben absolut recht, das ist die wichtigste Aufgabe überhaupt, wir müssen da dringend was tun, sondern wenn man A sagt, muss man auch B sagen, ne? Und das B wird oft vergessen. Ich will mal sehen, wie sich die Sache verhält. Ne? Ich möchte an der Stelle noch mal ganz aktuell auf das Ereignis von letzter Woche eingehen. Wir hatten ja am Dienstagabend diesen schweren Niederschlag hier. Und es waren also alle 8 Stadtteilfeuerwehren im Einsatz mit 145 Kameraden. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal gesponnen eine Berufsfeuerwehr hätte, ja, was ich nicht will, dann hätten 130 gefehlt, von denen, die da waren. Denn die gäbe es ja nicht. Das mal auch als kleines Dankeschön, der Stadtverleiter ist mal, Ortsverleiter ist hier. 145 Kameraden waren den ganzen Abend bis nachts und am nächsten Tag wieder früh, ja, zum Aufräumen, Schlamm rausschaffen, rauspumpen. Waren nicht mehr ganz so viele, aber waren im Einsatz. Das geht nur mit freiwilligen Feuerwehren. Bitte um weitere Wortmeldungen, Fragen. Frau Brachmann, Sie war Stadträtin bis zur letzten Kommunalwahl. Ja, also ich bin die Frau Brachmann, ich bin Vorsitzende des Kulturvereins Brockau-Lengefeld und meine Frage gezielt darauf ab, was wird zukünftig oder was sieht zukünftig das kulturpolitische Konzept des Freistaates vor, damit auch in den kleineren Gemeinden kulturelles Leben stattfinden kann. Also es ist verständlich, dass Sie hatten ja gesprochen, dass man bemüht ist, junge Leute ins Erzgebirge zu ziehen. Dazu gehört natürlich, dass dort auch Leben stattfindet. Ne? Wir reden immer von den weichen Standortfaktoren und unsere Erfahrungen sind, und das sind auch meine Erfahrungen, die ich als Stadträtin hatte und die ich jetzt auch als Ortschaftsrätin habe, dass, wenn es um die Finanzausstattung der Gemeinden geht, das Erste, was in der Diskussion runterfällt, das sind wirklich die freiwilligen Aufgaben. Also wir haben es jetzt aktuell wieder in unserer Stadt mit unserem Freibad. Es nützt uns das beste Förderprogramm nicht, wenn die Eigenanteile der Gemeinden nicht da sind oder wenn die Finanzausstattung der Gemeinden das einfach nicht hergibt. Es ist verständlich, dass Pflichtaufgaben eine wichtige Rolle spielt, aber dass dann immer diese anderen Sachen, ob das Spielplatz ist und so weiter und so fort, hinten runterfällt, kann ich persönlich nicht für richtig finden. Wir haben jetzt auch eine aktuelle Situation direkt bei uns in Lengefeld, dass ein privat betriebener Gasthof, egal aus welchen Gründen, jetzt aufgibt. Und die Bürger und Bürgerinnen natürlich jetzt sehr besorgt sind, weil ganz einfach, wenn der Gasthof dann nicht mehr existiert, für die Bewohner und Bewohnerinnen dann auch keine Möglichkeit mehr gesehen wird für größere Veranstaltungen. Ja, dass die sagen, die Schulfeiern, da müssen dann, sind dann ganz einfach keine Örtlichkeiten mehr da, um sowas machen zu können. Ja, das fällt also alles unter diese Sache. Wie kann sich eine Kommune engagieren, um den Bürgern dann eben sowas zu ermöglichen? Ja, es war auch in dieser Corona-Zeit so eine Diskussion.
Na klar, muss man jetzt helfen den Krankenhäusern, die die medizinische Versorgung aufrechterhalten. Natürlich muss man Geld investieren in die Impfzentren oder in die Tests für die Schulen. Das ist relativ unstrittig gewesen. Dann war klar, die Betriebe, die jetzt Kurzarbeit haben oder die geschlossen werden, dass denen finanziell geholfen werden kann, in dem Umfang, wie es möglich ist. Und dann war eben die Frage, was ist eigentlich mit Kulturvereinen? Und dann war nach einer eigentlich kurzen Diskussion klar, wir haben es hier, wie auch im Sozialbereich oder im Jugendbereich, im Sportbereich, mit Leuten zu tun, die haben in bürgerschaftlichem Engagement etwas aufgebaut, haben da investiert, ihr eigenes Geld, das Geld von anderen, und haben Werte geschaffen und haben auch, sagen wir, Institutionen, Strukturen geschaffen. Und die sind doch für unser Gemeinwesen, für die Lebensqualität, die wir haben, extrem wichtig. Und deswegen auch da, wo immer es geht, wollten wir auch mit finanziell helfen. An vielen Stellen ist es gelungen. Alles geht nicht. Man darf es auch nicht versprechen in so einer Pandemie, dass man alles klärt, dass es überhaupt keine Probleme gibt. Also Bazooka und sowas, solche Worte haben wir versucht, nicht in den Mund zu nehmen, weil ich auch finde, dass man diese Dramatik, die diese Pandemie hat, jetzt auch nicht durch solche Worte so klein machen darf. Es müsste aus meiner Sicht eine genügend große Zahl von Institutionen geben, die als Partner zur Verfügung stehen. Die große Besonderheit von Sachsen ist das Kulturraumgesetz, was mal geschaffen worden ist, um Theater und Orchester und Ensemble zu finanzieren, was wir jetzt ja in vielerlei Hinsicht schon ausgeweitet haben, auch auf andere Bereiche der Kultur. Wir haben eine Kulturstiftung des Freistaates und wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe von Initiativen, von unserer eigenen hier in der Staatskanzlei, So geht Sächsisch, bis Orte der Demokratie, Lieblingsorte, ähnliche Geschichten. Da können wir gerne uns auch nochmal per E-Mail was zuschicken und dann mal einen gewissen Überblick geben. Das Ziel ist, dass die Menschen, die in einem Ort wie Pockau-Lengefeld leben, die Wünsche, die Ziele, die sie haben, auch realisieren können und dass man dabei mithilft. Ein Teil davon über die Kommunalfinanzen, das haben Sie, wie ich finde, absolut richtig gesagt. Wir haben dann angefangen und haben gesagt, jeder Ort bekommt pauschal 70.000 Euro. Das ist natürlich für Sie, Pockau-Lengefeld, etwas weniger Geld wert, als wenn Sie ein kleines Dorf sind mit 1.000 oder 3.000 Einwohnern. Aber das war ein klares Bekenntnis auch für die Fläche. Und das haben wir jetzt auch in diesem Jahr fortgesetzt. Wir werden es nächstes Jahr in das Finanzausgleichsgesetz integrieren, sodass es auch dauerhaft erhalten bleibt. Und am Ende ist es so, ich glaube, das haben Sie als Stadträtin auch erlebt, das war auch in meiner Zeit, Anfang in den 90er Jahren so, es macht ganz viel aus, natürlich wie der Bürgermeister ist oder wie die Verwaltung ist, aber auch wie diese Gemeinderäte sind und ob dann Projekte stattfinden oder hinten runterfallen. Und es ist am Ende, wie wir vorhin gesagt haben, Pauschale für die Feuerwehren, die Prioritätensetzung. Und es ist eben zum Glück nicht so, dass dann alles auch an freiwilligen Leistungen gestrichen wird, sondern durch ihr auch unmittelbares Engagement in so einem Stadtrat oder als Bürgerschaft, die sich zu Wort meldet, die etwas tut, kann man die Dinge auch korrigieren und, sagen wir mal, gestalten. Wir müssen für uns, glaube ich, erkennen, dass diese kommenden 2, 3 Jahre schon finanziell etwas enger werden. Wir kommen ja von einer Situation, wo jedes Jahr etwas mehr Geld zur Verfügung war als im Vorjahr. Damit konnte man die Lohnkostensteigerung decken, damit konnte man den Energiepreis, Inflation decken. Aber es war eigentlich immer so ein Schnaps obendrauf, mit dem man auch nochmal Dinge gestalten konnte. Dann kam Corona und wir haben einen Steuereinbruch gehabt im vergangenen Jahr von 1,2 Milliarden Euro. Hat keiner gemerkt, weil wir uns vom Sächsischen Landtag ein Kreditvolumen bewilligen lassen haben, mit dem wir das ausgeglichen haben. Für den Freistaat und auch für die kommunale Familie, für die Gemeinden, für die Landkreise. Dieses Jahr werden es nicht 1,2 Milliarden sein, sondern vielleicht 600 Millionen. Wir rechnen mit nächsten Jahr noch 300 bis 400 Millionen Euro und gehen davon aus, dass wir 23 dann ungefähr auf dem Niveau von 2019 sind und dass es dann ab dann wieder so Schritt für Schritt nach oben geht. So, das heißt, wir haben eigentlich das Niveau 19 für dieses und für nächstes Jahr.
Das war ein Haushalt, der war groß, das sind deutlich über 20 Milliarden Euro. Sicher, gewisse Sachen sind teurer geworden, aber es ist möglich, damit auch weiterhin zu gestalten und Investitionen zu machen. Wir müssen nur gucken, dass die Brötchen vielleicht nicht ganz so groß sind, aber wir werden nicht verhungern, sondern es wird immer noch sehr ausreichend sein, um die Dinge hinzukriegen. Und das wäre jetzt auch mein Satz für die Zukunft, auch ländlicher Raum, Kulturförderung, überhaupt Förderung auch von Ehrenamt. Wir werden das hinkriegen, wenn wir uns vernünftig anschauen, was hat für uns Priorität und wo geht es vielleicht nicht ganz so schnell oder nicht ganz so groß voran. Aber wir werden da bei der Kulturstiftung weitermachen. Wir werden bei So geht's Sächsisch weitermachen, bei diesen Orten der Demokratie und auch bei diesen Lieblingsorten weitermachen, sodass da überall die Möglichkeit gibt, da auch reinzugreifen. Und nachdem wir jetzt hier in der Kalkmühle waren, würde ich auch sagen, wenn dieses Geld jetzt, was ja wirklich sehr klug und sparsam da eingesetzt wird für die Sanierung der Gebäude, wenn dieser erste Schritt gemacht ist, würde ich auch versuchen, den nächsten zu machen, dass man da so Schritt für Schritt vorankommt. Herr Bürgermüth nochmal. Ich möchte nur nochmal auf den Beitrag hier kurz eingehen. Und der Herr Ministerpräsident hatte ja gesagt, der Nutzen vor Ort, wenn Sie jetzt hier zwei Windkraftanlagen hätten, dann ist der gemeindliche Anteil, der jedes Jahr da anfällt, ausreichend, um das Schwimmbad mit den laufenden Kosten zu decken. Das würde ich mal so behaupten. Also ich finde, das ist schon mal eine Sache, über die man ernsthaft nachdenken muss. Das heißt aber noch nicht, dass man sich schon über den Standort für die Windräder verständigt. Aber naja, ich glaube, wir merken ja alle miteinander, die Begeisterung für Windkraft in diesem Raum hält sich sehr in Grenzen. Man kann sie auf wenige Personen reduzieren. Aber ich finde es trotzdem toll, dass Sie das jetzt gerade mal gesagt haben, weil das ist genau die Veränderung, die die Bundesregierung in den letzten Wochen vorgenommen hat, dass klar ist, durch diese Anlage, die möglicherweise auch Beeinträchtigung bedeutet, die vielleicht auch nicht gewollt ist, gibt es aber einen echten Zufluss in die Gemeindekasse. Und das sind nennenswerte Beträge, die am Ende auch dafür sorgen, dass gewisse gemeinschaftliche Infrastruktur erhalten wird. Finde ich absolut legitim, dass Sie es nochmal mit gesagt haben. Und ich glaube, die Größenordnung, weiß jetzt nicht, was das Schwimmbad kostet, die wird es hergeben und wahrscheinlich noch einiges mehr. Frau Schmieder. Mein Name ist Elke Schmieder, ich bin Stadträtin von Burger Lengefeld und Ortschaftsrätin von Lengefeld direkt. Ich habe zwei Fragen, einmal an den Ministerpräsidenten und einmal an den Landrat Herrn Vogel. Ich komme nochmal auf das Thema Schwimmbad zurück. Ist es da vorgesehen, dass es in der nächsten Zeit direkt jetzt Fördermittel in die Richtung geben wird? Weil wir wissen ja alle, dass unsere Kinder immer weniger schwimmen können und dass es wichtig ist, dass solche Sachen auf den Vormarsch kommen. Und es werden ja immer mehr oder es verfallen ja immer mehr Schwimmbäder. Und da ist es wirklich wichtig, dass dort vielleicht mal Fördermittel fließen in so einer Höhe, wo man sagt, man könnte das auch als Kommune handeln. Und an den Herrn Landrat habe ich die Frage. Wenn Sie vom Kalkbad gekommen sind, sind Sie ja sicherlich unsere schöne Wolkensteiner Straße reingefahren. Das ist eine Stadtstraße. Gibt es da manchmal Möglichkeiten, die in der nächsten Zukunft mal baulich so herzustellen, dass das wieder ordentlich befahrbar ist? Wir haben große Firmen in Lengefeld, die fahren viel mit LKWs rum, tonnenschwer. Also die wird nicht besser. Landrat will nicht antworten. Also der Ingolf Wappler hat mir gerade zugeflüstert, dass er das für das Programm Vitale Ortskerne beantragt hat. Das ist ein Programm, was Thomas Schmidt, seine Idee und eine ganz großartige Idee, im Grunde genommen kommunale Investitionsprojekte im ländlichen Raum. Und ich spreche mit ihm, wie das aussieht. Er führt es auf jeden Fall weiter. Und im Landtag war das auch, gab es eine große Bereitschaft, da auch finanziell mit zu unterstützen. Ich will auch mal sagen, zu Recht, es gibt ja Regionen, die jetzt durch den Braunkohleausstieg im Strukturwandel sind und viele finanzielle Mittel bekommen. Und wir müssen uns auch um die kümmern, die das nicht haben. Und da gibt es eben diese Programme Vitale Ortskerne. Oder wir haben vorhin gesprochen über die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur, die vor allen Dingen jetzt in den Regionen eingesetzt werden sollen, die nicht von diesem Strukturwandelgeld profitieren. Und das Erzgebirge gehört dazu.
Wir haben versucht, in diese besondere europäische Finanzierung das Erzgebirge noch reinzubekommen. Da haben leider die Kriterien nicht gereicht. Das hat dann nur für Chemnitz gereicht. Aber das haben wir auf jeden Fall gemacht. Um da nochmal einen Punkt zu machen, das nehme ich gerne mit und schau mal, was da zu erreichen ist. Ich könnte mir es ja jetzt relativ einfach machen und können sagen, Frau Schmieder, schon allein der Name sagt den Adressaten Staatsstraßen. Das heißt, eigentlich ist der Freistaat Sachsen der Baulastträger. Das ist so, muss man einfach sagen. Wir als Kreis sind also im Bereich des Staatsstraßenbaus nur für Reparaturen und Werterhaltung, also sprich irgendwelche Schlaglochflickungen oder sowas, zuständig. Alles, was in den grundhaften Ausbau, was in wirklich Sanierung der Straßen erfolgt, kann nur in Abstimmung und nach Entscheidung des LASOV, also des Landesamtes für Straßen und Verkehr, erfolgen. Und wir werden dort regelmäßig vorstellig. Wir haben im Erzgebirgskreis, ich habe es dem Ministerpräsidenten vorhin wieder gesagt, etwa 43% unserer Staatsstraßen sind in einem desolaten Zustand. Ich spreche von Staatsstraßen. 50% der Kreisstraßen sind in einem hervorragenden Zustand, weil wir in den letzten Jahren auf unserem eigenen Straßennetz immer versucht haben, etwas zu tun. Im Staatsstraßenbereich ist uns die Erneuerungsquote und die Ausbauquote zu gering. Und ich sag mal, aus den Signalen, die mir momentan vorliegen, rechne ich nicht damit, dass wir in den nächsten Monaten oder in den nächsten 2 Jahren, also zumindest jetzt nicht in diesem Doppelhaushalt, wesentlich mehr Geld zur Verfügung bekommen, dass also im Staatsstraßenbau etwas mehr geschieht. Die oberste Prämisse ist jetzt erstmal, dass man versucht, alle Altanträge sowohl im kommunalen Straßenbau wie auch im Staatsstraßenbau sich anzuschauen, weitestgehend versucht, die abzufinanzieren. Ob das gelingt, mache ich mal momentan ein Fragezeichen hin. Ich denke, es muss uns für den nächsten Doppelhaushalt gelingen, dort mehr Geld für den Staatsstraßenbau zur Verfügung zu stellen. Ansonsten wird der ländliche Raum sukzessive abgehängt, so sage ich es jetzt mal dort an der Stelle. Wir haben das mal ausgerechnet, wir bräuchten 50 Jahre, um die Erneuerungsquote im Staatsstraßenbau überhaupt nennenswert richtig voranzubringen, wenn das Tempo so weitergeht, wie es momentan ist. Naja, abgehangen wird der ländliche Raum sicherlich nicht, aber du hast natürlich recht, dass du sagst, die Qualität wird immer schlechter. Und die Diskussion hat sehr stark stattgefunden um die Frage Bildungsticket für die Schülerinnen und Schüler. Und das war ein Projekt, was dem Verkehrsministerium und auch dem Koalitionspartner extrem wichtig war. Übrigens mit einem fast spiegelverkehrten Argument. Also unter dem Motto, in Dresden und Leipzig braucht man das nicht, da laufen die Kinder bis zur nächsten bis zur nächsten Schule und der Sportplatz ist auch gleich um die Ecke. Wir müssen das doch gerade tun für die ländlichen Regionen, damit der ländliche Raum nicht abgehangen wird. So, und da hat der Herr Landrat in seiner charmanten Art immer gesagt, ja, was nutzt mir ein Bildungsticket, wenn die Straße so desolat ist, dass man kaum drauf fahren kann. Ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht. Und die andere Seite ist natürlich auch ein interessantes und auch wichtiges politisches Ziel, zu sagen, die Mobilität von Kindern und Jugendlichen, auch am Nachmittag, jetzt also ein bisschen unabhängig von dem unmittelbaren Schülerverkehr, ist auch ein wichtiges Anliegen. Fakt ist, 1 Euro kann man nur einmal ausgeben. Das Bildungsticket kostet 50 Millionen Euro und das jedes Jahr. Und das ist ein Betrag, wenn Sie das in Straßen umsetzen, dann ist das schon ein wirklich auch nennenswerter Betrag gewesen, den wir über die letzten Jahre jährlich für den Straßenbau hatten. Also, das ist jetzt das Spannungsfeld mal aufgebracht. Es ist am Ende, wenn man so einen Haushalt zusammenkriegen muss, ist wie beim Gemeinderat, man muss sich einigen. Wir haben uns so geeinigt und mein Eindruck ist sehr und auch mein Wille, werde dafür mich auch einsetzen und glaube ich am Ende dann auch erfolgreich sein, dass in dem nächsten Doppelhaushalt 23/24 deutlich mehr Finanzen sowohl für den kommunalen Straßenbau als auch für den Staatsstraßenbau vorhanden sind. Da ist jetzt nichts zu der Straße noch nicht gesagt, weil ich die Planungen nicht kenne, aber das ist das Problem. Man muss, wenn man jetzt sich entscheidet für so eine neue Aufgabe, Bildungsticket, noch einmal, mir fallen viele Gründe ein, warum das richtig ist, hat man aber das Problem auch der Finanzierung.
und es dann aber an der anderen Seite wegzunehmen, ist dann ein Problem, wie wir jetzt auch gerade deutlich sehen. Ich denke mal, die Diskussion der kommenden Monate wird das auch nochmal deutlich zeigen, sodass dann auch für den nächsten Haushalt, der jetzt ja schon wieder gemacht wird, dann ab 23, dann ein gewisses Umsteuern wieder notwendig ist. Wobei Umsteuern nicht heißt, Bildungsticket weg. Das bleibt jetzt, das wird uns jetzt auch über die nächsten Jahre begleiten. Es braucht ja auch eine gewisse Verlässlichkeit, ist vielleicht auch für Familien, gerade im ländlichen Raum, auch wieder ein Argument. Aber das andere muss eben auch funktionieren. Man kann nicht nur die Kür, sondern muss auch die Pflicht machen. Was lachst denn du, Frank? Ich will ja jetzt in ein Streitgespräch einsteigen. Ich muss nur noch mal ein Wort zu dem Bildungsticket sagen. Weil wir haben uns da ja sehr lange quergestellt als Landräte, als Verkehrsverbünde. Und ich will es mal ganz plastisch an ein paar Zahlen deutlich machen. Im Verkehrsverbund Mittelsachsen, in unserem Einzugsbereich, kostet bisher das Ticket Elternanteil 130 Euro für 10 Monate. Und dazu konnte jeder noch für die Sommermonate, für die Ferienmonate noch eine Ferienfahrkarte à 10 Euro finanzieren, sich dazu kaufen. Das heißt, ich konnte 12 Monate öffentlichen Nahverkehr fahren und habe 150 Euro bezahlt. Über das Bildungsticket zahle ich 12 Monate mal 15 Euro, sind 180 Euro. Ich habe das nie verstanden, aus ideologischen Gründen, warum das Bildungsticket unbedingt eingeführt werden musste. Ist aber jetzt nicht das Thema dort an der Stelle, ist einfach eine reine Rechenart und wir werden sehen, wenn das Bildungsticket mal 2 Jahre in Betrieb ist, ob es wirklich so stark nachgefragt wird oder ob es nicht auch andere Wege und andere Entscheidungen gibt. Denn es gibt wenig Kinder, die in Jöhstadt im Bus einsteigen und mit dem Bus bis Dresden fahren wollen. Meistens fahren sie nur innerhalb des eigenen größeren Bereiches. Naja gut, also es gibt unterschiedliche Verkehrsverbünde. Das Bildungsticket, also der Schülerverkehr ist von der Schule und zurück in aller Regel, nicht in allen Landkreisen, wie das bei Ihnen organisiert ist, kann anders sein. Aber es ist ja immer irgendwie auch ein Stück Wahrheit darin und wenn du es sagst, sowieso, aber ein Punkt ist folgender, das muss man eben sich grundsätzlich überlegen, das ist, wenn man das mal überhaupt Politik, viele dieser Dinge, die hier diskutiert werden, werden von Leuten diskutiert, die aus großen Städten kommen und die mit ihrer Vorstellung jetzt beispielsweise von Mobilität, von öffentlichem Personennahverkehr kommen und die meinen das total gut, aber es passt nicht für den ländlichen Raum, weil natürlich ist ja auch jetzt wieder Jöhstädt, man muss vielleicht nicht andauernd nach Dresden fahren, aber wie oft kommt es vor, dass das Kind von zu Hause zur Schule fährt, dann nach Hause fährt, dann an einen anderen Ort zum Musikunterricht und zum Sport. Das ist eben etwas, was meine Kinder jetzt, wir wohnen in Dresden-Klotzsche, regelmäßig machen und das ist auch alles da kein Problem. Hier ist es, und da bei mir in Görlitz ist es anders und in den ländlichen Regionen. Und deswegen passen die Dinge nicht und deswegen müssen wir auch verdammt aufpassen, wenn wir jetzt in Zukunft auch Projekte, beispielsweise weiter Mobilität, die Frage, braucht man ein Auto oder nicht, ja, würden wir auf dem Dorf ziemlich anders diskutieren als die Leute in der großen Stadt oder auch Windenergie, jetzt nochmal, um mal das Thema aufzureißen. Die Dresdner finden Windenergie total klasse, die haben auch kein einziges Windrad und deswegen ist das so, ja, und solche Dinge brauchen eine starke Stimme des ländlichen Raums. Und da kann ich Ihnen nur dazu sagen, machen Sie das nicht, fangen Sie die Diskussion nicht an und sagen, wir würden jetzt auch gern mal was sagen, damit wir nicht vernachlässigt werden, sondern wir im ländlichen Raum haben die Mehrheit in diesem Freistaat. Wir sind diejenigen, die die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger darstellen und Dresden, Leipzig, Chemnitz kommt noch dazu. Ich meine, das würden Sie freundlicher formulieren, aber mit dem Selbstbewusstsein kann man eigentlich auftreten. Und so wäre auch, es war auch mein Zugang immer, ich möchte den ländlichen Raum stärken, ich möchte gute Vernetzungen in die Metropolen haben, ich möchte, dass die Leute ihre Dinge so regeln können, wie sie sich wollen, dass sie auf die Situation hier vor Ort passt. Und dafür versuchen wir jetzt auch Finanzausgleichsgesetz, Fördermittel aufzusetzen, dass die Dinge möglich sind. Nur ganz kurz zum Thema Schülerticket. Das Ticket ist das eine, wenn das Verkehrsmittel nicht da ist, nützt das ganze Ticket nichts. So, und deshalb, wir haben also die Großstädte, wo das immer funktioniert, sogar nachts, vorab die Kinder nachts fahren dürfen. Und wir haben den ländlichen Raum und da gibt es eben dann, sag mal, gut befahrene Bahn- und Buslinien, wo das zufällig funktioniert und viele andere
stehen auf dem Schlauch, weil überhaupt nichts fährt nach der Schule. So, das heißt, will ich jetzt nicht dazu sagen, das Geld ist das eine, aber das, was noch viel mehr kostet, diesen Verkehr umzugestalten, ist natürlich noch was ganz anderes. Noch mal ganz kurz zum Thema Förderprogramm Schwimmbadsanierung. Vitale Dorfkerne. Da hat es eine gravierende Änderung wieder gegeben. Das ist ein sächsisches Programm, was ja an sich sehr gut ist. Wir profitieren auch als Stadt davon. Wir bauen einen Kindergarten neu. Wir bauen in Wernsdorf, einem ganz kleinen Ort, einen neuen Kindergarten. Das Geld haben wir voriges Jahr bekommen aus dem Programm. Da ging das noch. Heute wäre es nicht mehr möglich. Damals war der Höchstfördersatz, also die Projektkosten maximal 2 Millionen, förderfähig mit 75%, also 1,5 Millionen konnte man maximal als Antragsteller bekommen, als Kommune. Und da hatten wir uns auf den Weg gemacht, als nächstes das Freibad zu sanieren. Geschätzte Kosten 2 Millionen Euro, zufällig. Und dann wurde das Programm heruntergesetzt, also der maximale Zuschussbetrag wurde auf 500.000 Euro reduziert und dann konnte man das nicht mehr umsetzen, weil ich nicht ein halbes Becken bauen kann. Das ist das Problem. Das heißt, das Programm ist gut, es kann auch jetzt noch profitiert werden davon, aber nicht mehr in Projekten dieser Größenordnung. Und ich glaube jetzt nicht wirklich, wenn man es gerade erst rückgängig gemacht hat, dass im übernächsten Jahr das wieder aufgestockt wird. Man kann natürlich das Ziel formulieren, selbstverständlich, aber ich wollte nur mal zur Erklärung sagen, warum das jetzt so ist. Wir hatten es also auf den Weg gemacht und wurden dann, ich sag mal, vorsichtig kalt erwischt, indem das Förderprogramm dann nicht mehr geeignet war. Die Frau Schlesio hat es sich gemeldet, sie war auch mal Stadträtin aus Lippersdorf. Ja, Sabine Schlesio, Stadträtin gewesen. Ich hätte eine Frage an Herrn Vogel. Wir hatten vor uns die Stadtstraßen, wir nehmen jetzt mal die Kreisstraßen, die Sie was angehen. Wir haben in Lippersdorf noch ein geraumes Stück Kreisstraße zu machen. Ihr Amtsvorgänger vor vielen Jahren hat uns schon gesagt, also wenn Groß-Olbersdorf fertig ist, ist Lippersdorf dran. Groß-Olbersdorf ist lange fertig. Dann hieß es, also wenn Krumm-Hermersdorf fertig ist, dann ist Lippersdorf dran. Krumm-Hermersdorf ist mittlerweile zweimal fertig, Lippersdorf ist immer noch nicht dran. Heute sind immer ein paar Löcher geflickt worden. Es ist, also übelste Zustände sind das, also ein gewisses Stück. Es kann nicht sein, dass dort wirklich, also über Jahre und Jahrzehnte nichts gemacht wird, aber auch gar nichts. Dort kann man mal abfräsen, dort kann man mal drüber gehen und fertig. Also das ist doch nur wirklich nicht das Riesenproblem. Beim Fußball ist es doch alles kein Problem, wenn irgendwo Geld gebraucht wird. Und dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Ministerpräsident. Mich beschäftigt schon seit längerer Zeit, dass die Wahlergebnisse der CDU so schlecht sind. Und ich habe da immer so ein bisschen rumgehorcht, warum und wieso und weshalb. Und so im dörflichen Bereich heißt das, die Landwirtschaft ist an allem schuld. Die CDU ist nicht mehr die Mitte, CDU ist grün. Und das wird immer schlimmer, weil ich habe es selber erlebt, auf mich sind Leute drauf zugekommen, aber wir haben Füchse in irgendwelchen Scheunen oder so, wir werden die nicht los. Ich habe Wochen gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, der die Füchse irgendwohin transportiert hat oder erschossen hat oder was weiß ich. Es ist einfach nicht möglich, auf einem normalen, regulären Weg Dinge zu tun, die normal sind, die als Schutz der Bürger dienen. Oder auch gerade mit den Wölfen. Die Leute haben Angst, wenn hier Wölfe auftauchen. Die haben alle Viehzeug so schon schlimm genug mit der und der und der Seuche. Die müssen eingezäunt werden, die müssen überdacht werden, die müssen zugemacht werden. Die Teiche müssen mit teuren Netzen bespannt werden und, und. Es ist eigentlich für die Landbevölkerung nicht mehr nachvollziehbar, dass das alles so ist. Ich meine, wenn eine Seuche ist, dann ist das eben so. Aber nicht, weil irgendwelche Grünen stimmen, bloß weil die CDU die unbedingt als Koalitionspartner braucht, dass die dann so in diese grüne Schiene weiterfahren. Das sehe ich persönlich auch nicht ein. Und mir tut es immer sehr leid, weil die CDU eigentlich eine ganz andere Richtung hat normalerweise und diese vollkommen verlassen hat. Und das wäre mir wichtig auch für kommende Wahlen, so dass man nicht erst vorher kommt und sagt, wir machen jetzt das und das und das und oder gerade diese bürokratischen Hürden, die jedes Mal versprochen werden, die bürokratischen Hürden werden abgebaut, die werden nicht abgebaut, es wird immer schlimmer, immer mehr. Wenn ich jetzt an die alten Leute denke bei uns im Ort, wenn die irgendwas wollen, die kennen ja nicht immer ihre Rechte.
weil die Breite, die Bandbreite ist so groß, dass die gar nicht wissen, was steht denn eigentlich ihnen zu. Und wenn sie es wissen, dann ist es unmöglich, dass die das selber irgendwie auf der Reihe kriegen. Und ich habe das selber jetzt für zwei Personen mal gemacht. Also man ist jahrelang beschäftigt, diese ganze Bürokratie zu ordnen. Also es ist furchtbar und es hat nichts damit zu tun, dass irgendwo Bürokratie abgebaut wird, sondern das wird immer schlimmer. Also und das wäre auch für mich nicht bloß, dass da immer davon geredet wird, sondern dass da immer was getan wird. Danke. Danke. Ja, die Verrechtlichung ist halt immer das Problem. Man versucht irgendwie Gerechtigkeit zu erzeugen und schafft es nicht, weil gewisse Sachen einfach nicht zu klären sind. Und damit ist dann immer mehr Bürokratie verbunden. Ich glaube allerdings schon, wenn wir aus dieser Corona-Zeit rauskommen wollen. Und Sie müssen ja sehen, Deutschland hat ungefähr 400 Milliarden Euro, das ist ein kompletter Bundeshaushalt, jetzt zur Bewältigung dieser Folgen an Finanzen aufgewandt. Und damit sind wir, glaube ich, stabiler am Ende aus dieser Zeit rausgekommen als alle anderen Länder. Ich habe viel mit dem tschechischen Premierminister zu tun, wir haben viel mit den Polen zu tun. Wenn die dann sagen, ja, da ist halt, wurden die Restaurants geschlossen und dann war Schluss. Und welche Unterstützung gab es? Es gab keine. Und wer nach einem Dreivierteljahr noch da war, der hat wieder aufgemacht und die anderen haben nicht mehr aufgemacht. So, das war nie unsere Haltung. Oder im sozialen Bereich oder im Kulturbereich. Aber jetzt sind es 400 Milliarden Euro. Die stehen jetzt da. Jetzt ist die Frage, was passiert damit? Da gibt es mehrere Varianten. Die erste ist, wir übertragen es in die Zukunft. Schulden bleiben stehen, werden in 30, 40 Jahren, sagt man, werden die getilgt, Ende der Diskussion. Ist nicht mein Weg. Weil ich glaube, es ist eine Herausforderung dieser Zeit, dieser Generation, die wir jetzt hier sind. Und die nach uns kommen, werden wieder neue Herausforderungen haben. Hoffentlich nicht so schlimme, aber man weiß es nicht. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, auch noch atmen und handeln zu können. Heißt also, wir müssen uns mit dem Tilgen dieser 400 Milliarden Euro beschäftigen. Und da gibt es wieder zwei Varianten. Die erste ist mit neuen Steuern. Und möglichst Steuer für diejenigen, die viel Geld haben, die viel verdienen, die viel leisten, keine Ahnung. Oder wir probieren es auf dem Weg, den wir schon mal als Deutschland erfolgreich gegangen sind, nach der Finanz- und Wirtschaftskrise und nach der Eurokrise, mit einer starken wirtschaftlichen Entwicklung, mit mehr Wirtschaftswachstum, mit mehr Arbeitsplätzen, dafür sorgen, dass mehr Steuereinnahmen kommen. So war damals unser Weg, 2008 oder 2009 und 2010. Und ich weiß noch, wie wir in den Koalitionsverhandlungen 2009 saßen und im Grunde genommen kein Spielraum war für die nächsten Jahre und nach zwei Jahren über diese Frage überhaupt niemand mehr gesprochen hat, weil durch diese große Dynamik so viel Finanzen zur Verfügung waren, dass viele Dinge auf einmal wieder gingen. Den Weg würde ich gehen. Und der geht aber nur mit Deregulierung. Und das bedeutet, dass man viele Punkte, beispielsweise das Arbeitszeitgesetz, sich anschaut und sagt, ist das, was da jetzt in diesen Jahren der Koalition auf Bundesebene vereinbart worden ist, ist das richtig? Und warum ist eigentlich das bei uns so? Und die europäische Arbeitszeitrichtlinie gibt einen ganz anderen Ermessensspielraum vor. Warum grenzen wir den so ein? Und wäre es nicht gut, mal für die nächsten fünf Jahre es mal zu probieren mit dem europäischen Mindestmaß an Arbeitszeitschutz? Und so könnte man die Dinge durchdeklinieren. Man könnte zu den Wölfen kommen und sagen, also ethisch ist nicht, alle Tiere einfach so auszurotten und abzuschießen. Aber warum ist es eigentlich bei uns so geregelt, und in Finnland und in Frankreich und in Schweden, wo die auch die Wölfe haben, oder in Polen, wo sie herkommen, ist das eine ganz andere Form von Umwelt- und Naturschutz. Und haben wir den guten Erhaltungszustand, um den es geht, nicht eigentlich schon längst erreicht? Vor allen Dingen, wenn wir die deutsche Population mit der polnischen zusammenrechnen, wo die ja nun mal herkommen. Und kann man dann nicht anders damit mit der Regulierung umgehen? Kann man da nicht wirklich mehr Tiere entnehmen oder vergrämen oder? Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und jetzt ist es so, ich brauche zunächst mal überhaupt keinen Koalitionspartner. Ich bin gewählt worden, wie die anderen Kollegen im Sächsischen Landtag, bin in der Fraktion mit den meisten Stimmen, war der Spitzenkandidat. Deswegen ist irgendwie nach der natürlichen Art und Weise die Frage, Sie sollten es jetzt mal versuchen, eine Regierung zu bilden. Das kann ich mit 32% nicht,
weil man braucht 50% plus eine Stimme. Also muss man sich umgucken. Und da habe ich Leute, die ich die Jahre zuvor erlebt habe, von denen ich auch heute immer mehr der Meinung bin, sie sind wirklich in Richtung Rechtsextreme unterwegs, mit denen werde ich es nicht tun, weil dieses Land hat so schlimme Erfahrungen gemacht und ich möchte mit niemandem etwas zu tun haben, der spaltet und der nicht eine klare Meinung auch zu unserer Vergangenheit hat. Dann haben sie es mit Leuten zu tun gehabt, die, ja, bei der Frage, was ist Marktwirtschaft, in welchem Bündnis soll dieses Deutschland sein, welches Verhältnis haben wir zur Europäischen Union, zur NATO, also wirklich das Gegenteil von dem vertreten, was ich meine. Und dann blieben nur noch zwei übrig, SPD und Grüne. Und jetzt ist es so, nach der Weimarer Republik, wo dieses Land das erste Mal es probiert hat, mal mit Demokratie, haben die sich wie die Kesselflicker zerstritten und haben nur ihr eigenes gesehen. Und ich habe versucht, mich mit diesen beiden Parteien hinzusetzen, zu sagen so, was sind eure Punkte, was sind eure Vorstellungen, was sind meine? Und wir haben das ja nicht alleine gemacht, sondern das waren ja große Gremien mit 50, 60 Leuten, also aus den drei verschiedenen Parteien. Und daraus ist aus meiner Sicht ein tragfähiges Programm für 5 Jahre geworden. Niemand will das auf Dauer, aber für 5 Jahre, glaube ich, kann man es tun, weil es auch wenig Alternativen gibt. Wir werden ja jetzt sehen, wie das in Thüringen läuft mit der Minderheitsregierung. Ich glaube, es wird eine Katastrophe, auch für das Ansehen des Parlaments und der Parteien. Derjenige, der da am meisten Bella Figura macht, wird Bodo Ramelow sein, so wie ich den einschätze, weil das ist auch ein guter Darsteller. Aber ob das in der Sache für dieses Land, für die kommunale Ebene, für die Wirtschaft, was bringt, weiß ich nicht, weil müssen Sie sich nur mal vorstellen, kommt irgendein großer Investor und sagt, können wir vorstellen, jetzt hier zu investieren. Können Sie mir garantieren, dass ich Fördermittel kriege? Können Sie mir garantieren, dass ich das Baurecht kriege? Können Sie mir das regeln? Und du sitzt mit einer Minderheitsregierung da und bist eigentlich jeden Tag darauf angewiesen, dass im Landtag Leute die Hand heben, die ja eigentlich gar nicht wollen, dass du da sitzt, sondern die eigentlich der Meinung sind, es wäre ja ganz gut, wenn jetzt hier mal Schluss wäre. Aber Neuwahlen geht auch nicht, hat man jetzt gerade gesehen, kriegen sie auch keine Mehrheit. Also eine gewisse Stabilität. Und das heißt, ab und zu muss man auch in den sauren Apfel beißen. Und das gehört beispielsweise zum Thema Wolf. Ich komme aus Görlitz, bei uns waren die Wölfe zuerst. Ich könnte Ihnen Romane erzählen. Wir haben mit der Kanzlerin gesprochen, mit allem drum und dran. Wir haben kleine Bewegungen erzeugt. Auch da eine romantische, verklärte Vorstellung von Natur und von Tieren, was die mit der Realität auch wenig zu tun hat. Aber ist es das wert, jetzt weil dieses Sachthema ist, das Gesamte crashen zu lassen? Das war meiner Meinung nach nicht der Fall. So, und jetzt ist es so, wir müssen beim Thema Landwirtschaft, da gebe ich Ihnen absolut recht, die Dinge immer wieder auch so benennen, wie sie sind. Die Landwirte sorgen hier für die Lebensmittelversorgung. Die Bürger entscheiden jeden Tag beim Einkaufen, was sie haben wollen, ob sie Öko haben wollen oder nicht, ob sie Tierwohl-Label haben wollen, ob sie das teure oder das günstigere nehmen wollen. Und jetzt wird die öffentliche Diskussion geführt, die Bauern sind schuld. Nein, es sind die Verbraucher. Hier gibt es, im Erzgebirge gibt es jede Möglichkeit, sich zu versorgen, wie man will. Das ist überhaupt keine Frage. Und die Leute entscheiden jeden Tag an der Supermarktkasse, wie sie es haben wollen. Und deswegen bin ich ein großer Schutzpatron der Landwirtschaft. Ich habe Patenschaften übernommen für Kuhställe, für Schweineställe, alles Mögliche. Das ist manchmal genauso populär wie Windräder, was denken Sie denn? Aber ich mache es aus tiefster Überzeugung, weil ich denke, diese Leute, die machen so einen tollen Job und stehen jeden Tag da draußen und sind solche ehrbaren, anständigen Leute da und über die wird jetzt der Stab gebrochen. Und da werden Sie sehen, wenn man das eine gewisse Zeit lang gemeinsam aushalten, dann dreht sich das Blatt nämlich. Nämlich eine gewisse auch Preissteigerung, wenn andere Dinge kommen, dann werden die Leute sagen, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich war eigentlich ganz zufrieden, so wie es gewesen ist. Und ich will jetzt hier keine Volkserziehung haben. Also von daher bin ich dann wieder bei Ihnen und da verzweifeln Sie mal nicht an mir. Ich habe meinen Standpunkt nicht verändert. Ich stehe immer noch da, auch wenn manche an mir so ein bisschen rumzerren. Der gesunde Menschenverstand ist das, was uns verbindet. Ich glaube, uns beide auch. Und den geben wir nicht ab, sondern mit dem verhandeln wir. Mit dem schließen wir auch manchmal Kompromisse, geben was zu, werden was anderes dann am Ende bekommen. Und dann wird nach 5 Jahren abgerechnet, jetzt sind es noch 3. Und dann wird man sehen, was danach für einen Landtag kommt und was da sich für eine Regierung bildet. Aber
wir werden das Chaos hoffentlich verhindern und die Unregierbarkeit verhindern. Die ist von allen Varianten die schlimmste. Ja, Frau Schlesio, Ihre Einschätzung zur Kreisstraße teile ich voll und ganz. Der Zustand ist mir bekannt, den hat mir der Bürgermeister schon 2009, kann ich mich noch daran erinnern, der erste Kommunaltag, den ich gemacht habe, den habe ich in Lengefeld gemacht und da war das das oberste Thema damals eigentlich. Wir haben in den Anfangsjahren, wo wir, seitdem wir Erzgebirgskreis sind, vielleicht in Anführungsstrichen den Fehler oder gemacht oder nicht die Kraft gebracht. Wir haben überall ein bisschen gebaut, in jeder Region mal dort ein bisschen, dort ein bisschen, dort ein bisschen, so um die Leute am Ende ein bisschen zu beruhigen, es wird ja was gemacht, wird was gebaut. Ich habe dann irgendwann mal zum Ende der ersten Wahlperiode gesagt, das bringt es nicht, das bringt uns nicht weiter, wir müssen Projekte abschließen, wir müssen mal durchgängig sanieren. So ist beispielsweise das von Ihnen angesprochene Krumm-Hermersdorf auf die Schiene gekommen. Das sind wir voriges Jahr fertig geworden. Habe ich zu Corona-Zeiten noch die Übergabe des letzten Abschnittes gemacht, unter mehr oder weniger guten Corona-Bedingungen. Dort haben wir knapp 6 Millionen investiert. Und wer weiß, wie Straßenbau funktioniert, der weiß, dass natürlich auch der innerörtliche Ausbau der schwierigste eigentlich ist, weil ich einfach auch die ganzen anderen Medienträger mitnehmen muss, also Telekommunikation, Wasser, Abwasser, Gas, alles, was ich irgendwo in der Straße drin habe. Und das gelingt mitunter manchmal etwas mäßig. Wir haben jetzt Krumm-Hermersdorf fertig und für uns steht schon Lippersdorf. Das ist für mich persönlich noch so ein Ziel, wo ich sage, will ich noch anschieben, dass wir dort auch in der Endphase hineinkommen mit den letzten Abschnitten. Ich erwarte in den nächsten 4 Wochen Fördermittelbescheide vom Freistaat. Wir haben eine ganze Reihe von Förderungen beantragt. Jetzt werden wir mal sehen, was das SMBA, also das Wirtschaftsministerium, uns genehmigt und was es uns nicht genehmigt. Und da muss ich schauen, ob wir Lippersdorf mit drüber finanzieren können oder wie wir es vielleicht in das nächste Jahr hineinnehmen. Also es ist nicht vergessen, aber wir können nur Schritt für Schritt, so wie wir Fördermittel kriegen, weil wir eines auch klar sagen, wir können Straßenbau nicht ohne eine Förderung durch den Freistaat finanzieren. Da reichen unsere Eigenmittel nicht aus. Ich habe jetzt 3 Wortmeldungen gesehen. 4? Okay. Also das erste, was ich gesehen habe, war der Herr Findeisen, Stadtrat, Fraktionsvorsitzender. Dann Herr Dönert. Ja, Ulrich Findeisen, guten Abend. Erstmal wollte ich sagen, ich finde es gut, dass wir heute auch mal so ein Gespräch führen hier, ohne dass wir uns vielleicht die Flaschen gegenseitig in den Kopf werfen, auch wenn sie nur aus Plaste sind. Und mein Kompliment an Landrat, das haben Sie ganz geschickt gesagt, mit 43% desolat und 50% guter Zustand. Das war sehr geschickt ausgedrückt. Ja, meine Frage an Herrn Ministerpräsident, was hat denn der Freistaat jetzt geplant, um im nächsten Winter, die 3. oder 4. Corona-Welle scheint ja nun doch sich ein bisschen anzubauen, zu machen, um in den Schulen Lüftungskonzepte etc. Beschaffbar zu machen, ohne dass der Eigenanteil der Kommunen die auch wieder in die Knie zwingt. Weil ich denke, das können wir uns alle zusammen nicht leisten, dass wir wieder die Schulen zumachen müssen und die Kinder im Homeschooling sein müssen, weil das halten die nicht nochmal aus und ich schon leider gar nicht. Sollen wir mal die 4 Fragen hintereinander machen? Da gucken wir mal, wie wir dann durch die Zeit kommen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist eine Idee. Herr Dönert, dann Dr. Schröder. Ja, sehr geehrter Minister, mein Name ist Dönert, ich bin hier Lehrer an der hiesigen Einrichtung und es wurde ja soeben jetzt der Wink zur Schule, sage ich mal, gegangen und ich habe erstmal eine ganz tolle Sache und möchte mich bedanken für die vielfältigen, vielseitigen Unterstützungen, die von Seiten der Landesregierung, aber auch von Kultus kommen, die hinsichtlich unserer Ganztagsbetreuung bestehen. Wir haben hier ein sehr, denke ich mal, großes Programm in Sport, in verschiedenen Bereichen, im sprachlichen Bereich, im Förderbereich. Und das ist eine ganz tolle Sache, die uns natürlich auch sehr gut zu Gesicht steht und die unseren Kindern auch sehr gut bekommt. Das ist eine gute Sache. Aber Sie müssen mir auch erlauben, etwas Kritik zu üben. Und zwar bin ich natürlich auch als Sportlehrer hier etwas Anwalt meines Faches. Und ich muss mal ein bisschen zurückschauen und komme mal auf das Jahr 2018. Dort hat Ihr Kultusminister, der Herr Piewarz, für viel Aufregung gesorgt und für viel Ärger, der so eigentlich nicht notwendig war. Ich muss hier nicht sehr lange referieren über die Notwendigkeit unseres Faches, denn ich denke auch, Sie haben Kinder und Sie wissen, was unser Fach gerade in der heutigen Zeit
für Bedeutung hat. Und der Kultusminister hat damals in der Stundentafel der Klassen 6 bis 10 an der Oberschule und in vielen Klassen an der Grundschule die dritte Sportstunde gestrichen. Das hat für Aufruhr gesorgt, das hat für, ich will mal sagen, teilweise Empörung bei Eltern gesorgt, bei Entscheidungsträgern, bei Sportkoordinatoren, Fachberatern, auch Professoren von Universitäten, Krankenkassen, die haben Alarm geschlagen, ihr könnt doch nie sowas machen. Es wurden Petitionen geschrieben, beziehungsweise die Möglichkeiten der Demokratie wurden ausgenutzt. Und ich bin wirklich sehr, sehr sauer damals gewesen, dass die Entscheidungsträger der sächsischen Landesregierung auf solche Formen der Demokratie überhaupt keine Rücksicht genommen haben. Ich habe selber meine Form der Demokratie wahrgenommen. Ich habe den MdB in meinem Wahlkreis, ich habe Verbindung aufgenommen mit Herrn Kraus, habe das dargestellt, das wurde relativ schnell abgetan. Seit dieser Zeit hat sich nichts getan. Im Gegenteil, unsere Probleme, die wir haben, die Leistungsfähigkeiten der Schüler, die Wohlstandskrankheit, mit denen wir hier zu kämpfen haben, sind noch weiter nach Corona natürlich verschärft worden. Ich möchte nicht die erste Stunde wiederkehren nach Corona, wie die ablief, dass wir nach einer Runde rennen, dass man einige fast von Kindern wiederbeleben musste. Das klingt zwar hier lustig, aber schlimm. Ne? Das ist eine ganz schlimme Sache, das ist ein Hilferuf und dieser Hilferuf sollte eigentlich auch den Kultusminister ereilen und deshalb meine Frage dahingehend. Besteht denn, oder erst meine Frage dann, wie sind Sie denn, sage ich mal, diesen qualitativen Rücklauf, sage ich mal, durch Verfall der dritten Sportstunde, können Sie das mit dem Gewissen so vereinbaren und ist denn vielleicht von Seiten des Kultus irgendwann mal eine Bereitschaft wieder da, diesen Fehler zu revidieren, auch wenn man ja fast tagtäglich auch in der Zeitung liest, welche besonderen, sage ich mal, Potenzen im Fachsport liegt. Dankeschön. Dr. Schröder, Allgemeinmediziner, eigentlich im Rentenalter, aber er lässt seine Patienten nicht im Stich. Im Landkreis fehlen ungefähr 60 Hausärzte. Ich bin über 30 Jahre jetzt Arzt in Bockau, im 48. Berufsjahr und werde 73 Jahre alt. Ich suche schon 8 Jahre oder noch länger um einen Nachfolger vergebens. Zweitens, die Landarztquote, die in der Politik eigentlich eingeführt werden sollte an die Universitäten, sind in einigen Ländern, zum Beispiel Sachsen-Anhalt, schon da. Und in Sachsen ist es vor 2 Jahren ungefähr durch die SPD gekippt worden. Die CDU wollte es und die haben es gekippt. Also ist eine solch gesagte Sauerei, dass die Volksvertreter der SPD das Volk mehr oder weniger noch schädigen wollen. Und dann noch ein Wort zu der Sonderstudienregelung in Chemnitz. Die 50 Studienplätze, um diese haben sich 22.000 junge Leute beworben. Ich behaupte, nach Numerus Clausus auch, ich behaupte von den 50, wenn du 5 bis 10 in Sachsen im Land bleiben, sind das viel. Ich kann mich eines Besseren belehren lassen, aber ich glaube nicht, dass ich hier falsch liege. Danke. Ich habe auch noch eine Bitte. Ich habe hier auch noch mehrere Sachen da und da wollte ich für das Staatsministerium gerne mal einen Brief mitgeben und bitten, das mal zu bearbeiten. Dankeschön. Vielen Dank, Gerd Schröder. Hat sich jetzt noch mehr gemeldet? Ich habe der Schulleiter, der Herr Kaden von der Oberschule. Ja, mein Name ist Bernd Kaden, ich bin der Schulleiter dieser Oberschule hier. Und wir sind alle sehr froh, dass seit einigen Wochen der Präsenzunterricht wieder läuft. Diese Freude darüber, die teile ich nicht nur mit meinen Kolleginnen und Kollegen, auch den Eltern und auch den Schülern. Diesen Präsenzunterricht bei mir nehmen ungefähr 95% der Schüler wahr. 5% der Schüler sind nach wie vor zu Hause und versuchen also dort über die häusliche Lernpflicht den Stoff sich zu arbeiten. Meine Frage wäre, trägt sich das Kultusministerium oder die Staatsregierung wieder mit dem Gedanken, die allgemeine Schulpflicht einzuführen wieder im neuen Schuljahr oder bleibt es bei der bisherigen Regelung? Also ich kann es Ihnen noch nicht im Ganzen im Detail sagen, weil wenn ich jetzt sage, wir wollen die Schulpflicht wieder einführen, dann gibt es morgen, ist das eine riesen Schlagzeile in der Zeitung und ich will es gerne mit dem Christian Piwarz vernünftig besprechen. Aber es ist Folgendes, es soll in Präsenz beginnen, an Kindergärten, Schulen und auch an den Hochschulen.
haben wir heute auch in Mittweida besprochen. Und dafür müssen wir jetzt die Voraussetzungen schaffen. Dazu trägt bei eine Regelung, die irgendwie auch gar nicht richtig bekannt geworden ist, müssen wir morgen bei dem Impfgipfel noch mal etwas verstärken, bei dem Arbeitsminister sehr wichtig. Wenn wir alle jetzt in den Urlaub gehen und wir wieder zurückkommen, müssen wir uns, bevor wir auf Arbeit kommen, alle testen lassen. Ich glaube, das weiß von Ihnen niemand, doch einige wenige nicken. Es ist absolut unbekannt, wurde auch vor dem Hintergrund in Nordrhein-Westfalen, die das als Idee hatten, jetzt vor 2 Wochen im Kabinett beschlossen, gilt jetzt, weil die Erfahrung aus dem letzten Jahr war, die Leute sind aus dem Urlaub wiedergekommen und haben in Größenordnung Erkrankungen mitgebracht. Kann man sich ja auch vorstellen, betrifft natürlich vor allen Dingen diejenigen, die in Risikogebiete gefahren sind. Aber mit der Klarheit, jeder geht bitte, nachdem er aus dem Urlaub kommt, testen am ersten Arbeitstag. Oder man lässt sich im Betrieb testen, das geht auch, muss nicht ins Corona-Testzentrum, kannst du auch im Betrieb machen, wollen wir versuchen, dass Sicherheit erzeugt wird. Zweitens, in der ersten Schulwoche und in den ersten Schulwochen wird es in Größenordnung Tests geben in den Schulen, sodass man da auch bei den Kindern Sicherheit schafft. Wir werden gucken, ob wir mit Masken arbeiten müssen in der ersten Zeit, um das, den Einstieg in diese Situation reinzubringen. Und dann bleibt im Grunde genommen das Allgemeine. Diese Lüftergeschichte ist eine, die muss ich jetzt auch nochmal mit der Firma Vetas, die waren bei mir, die haben ein schönes System entwickelt, was auch zur Kühlung geeignet ist, was mit Außenluft funktioniert. Das hat natürlich schon, was die machen, hat alles Hand und Fuß, aber dafür sind die Geräte dann auch einen Schnack teurer als so einen kleinen Lüfter, den sie hinstellen und der aus unserer Sicht keine Wirkung hat. Und jetzt will ich Sie mal auf dem Gedankenexperiment mitnehmen. Wofür wollen wir diese Lüftungsgeräte? Es ist doch klar, dass wenn ein Kind in der Schule ist, was Corona hat, dass das nicht in dieser Klasse sitzen bleiben kann, dass das nach Hause gehen muss, mit oder ohne Lüfter. Wenn wir also regelmäßig die Kinder testen, haben wir dann noch dieses Problem, weswegen wir diese Geschichte brauchen? Ich würde sagen, nein, es ist ein Plus an Sicherheit, was auch auf jeden Fall richtig ist. Man muss sich nur überlegen, was sind die Kosten damit. Das A und O, und es tut mir leid, wenn man da immer wieder drauf rumreitet, und ich habe jetzt in verschiedenen Veranstaltungen da auch mitbekommen, dass es da so ein bisschen Zurückhaltung gibt. Das A und O ist das Impfen. Wenn Sie 70-80% Impfquote erreichen, ist das alles, was dahinter kommt, kein großes Problem mehr. Weil der Anteil der Menschen, die dann noch erkranken können und die andere anstecken können, so klein ist, dass sie das mit den normalen Schutzmaßnahmen locker hinkriegen. Ein bisschen Masken, ein bisschen Testen für die am Ende nicht geimpft werden können, dann wird das durchlaufen. Das heißt, wir müssen jetzt die nächsten Wochen und Monate nutzen und dafür werben, dass die Leute sich impfen lassen. Und jetzt ist das natürlich eine große Herausforderung, weil es im Internet die wirresten Verschwörungstheorien gibt. Und man sich fragt, warum ein Landstrich, der nach 1990 stolz darauf war, dass alle geimpft sind, die mit Kopfschütteln die Diskussionen aus Westdeutschland über die Masernimpfungen nicht verstanden haben, gesagt haben, wie kann das denn überhaupt sein, dass jetzt Masern irgendwo wieder auftreten, wir sind doch alle geimpft. Dass dieser Landstrich jetzt so daneben steht und sagt, also ich lasse mich nicht impfen. Es ist doch eine solche großartige Angelegenheit, dass durch den medizinischen Fortschritt wir die Möglichkeit haben, diese Krankheit, die wirklich auch schwerste Verläufe hat, die uns jetzt zweimal, einmal im Dezember, Januar und einmal jetzt auch im April, an die Leistungsfähigkeiten des Medizinsystems im Erzgebirge, im Vogtland und auch an anderen Teilen gebracht hat, dass wir die jetzt auf dieser Form in den Griff kriegen können. Deswegen ist meine herzliche Bitte, wo immer Sie die Möglichkeit haben, reden Sie mit den Leuten und gerade auch als Arzt, machen Sie den Leuten Mut. Wenn wir das schaffen, läuft sich das nach hinten aus. Dann werden wir jetzt über die dritte Impfung reden für diejenigen, die im Dezember des vergangenen Jahres, im Januar, Februar, März diesen Jahres geimpft worden sind, also für die älteren Gruppen, die kriegen ihre Nachimpfung, das werden die Hausärzte im Wesentlichen machen, und dann verliert das alles nach hinten raus seine Bedrohung. Andernfalls werden wir mit größeren Einschränkungen reden müssen. Und das will ich Ihnen nochmal sagen, Lockdown ist keine
Form von Pandemiebekämpfung, sondern ist das Eingeständnis von Scheitern, dass man es nicht hinbekommen hat. Und Mann heißt eine Gesellschaft, ein Kollektiv, eine Gruppe von Menschen, also wir alle miteinander, dieser Herausforderung zu sehen, Corona, Tröpfcheninfektion, Mindestabstand 1,50 Meter, wenn das nicht möglich ist, Mund- und Nasenschutz, einfach mal für eine gewisse Zeit, Oktober bis Ostern, einhalten und dann kommt man durch die Zeit. Das hat nicht geklappt. Und deswegen hat, nachdem die Krankenhäuser auf der Intensivstation alle voll waren, die Hubschrauber geflogen sind und die Leute in andere Bundesländer abtransportiert sind, die Bundeswehr gekommen ist und hier die medizinische Versorgung gesichert hat, war am Ende nichts anderes übrig als macht alles zu, damit wir es einigermaßen noch im Griff kriegen. Von den 90.000 Menschen, die in Deutschland gestorben sind, sind 10.000 aus Sachsen. Obwohl das hier so ein kleines Land mit 4 Millionen Einwohnern ist. Wir haben 4 Millionen zu 80 Millionen und wir haben 10.000 zu 90.000 Toten. Unglaublich. Mag sein, dass wir die älteste Bevölkerung haben. Mag sein, dass wir Tschechien auf der anderen Seite sind. Kann alles sein. Aber es zeigt eigentlich auch, dass wir irgendwie miteinander das nicht hingekriegt haben. So, jetzt sind die Dinge anders. Wir haben andere Instrumente. Wir haben Testen und wir haben Impfen und wir haben ja auch eine ganze Reihe von Genesenen. Und deswegen haben die jungen Leute heute Morgen, wie ich finde, das gut gesagt, wenn wir, und so ist auch die Strategie, wenn wir jetzt merken, dass die Infektionszahlen steigen in Größenordnungen, dann werden wir nicht die Innengastronomie schließen, bei der Inzidenz von 50, wie das jetzt noch in der Corona-Verordnung drinsteht, sondern dann werden wir an einem gewissen Punkt sagen, und ab jetzt gilt nur diejenigen, die entweder geimpft sind oder genesen sind oder getestet sind, können diese Angebote in Anspruch nehmen, weil damit Kontakt- und Übertragungsmöglichkeiten verbunden sind. Und wo wir diese Grenze hinlegen, müssen wir uns mal überlegen. Es spricht sehr viel dafür, dass man nicht die Inzidenz nimmt, sondern eine Zunahme an Hospitalisierung, also ein Zulaufen in den Krankenhäusern, weil das ja auch irgendwie das Maß ist, um das es eigentlich geht. Das haben wir jetzt auch bei der dritten Welle gesehen. Die Inzidenz gibt schon eine Verbindung zwischen Inzidenz und Hospitalisierung, aber sie war eben anders als in der zweiten Welle und sie wird jetzt in der vierten Welle nochmal anders sein. Also meine Vorstellung ist beispielsweise, wenn man 30-40% der Intensivbetten für Corona gefüllt hat, dann muss man auf dieses Instrument umschwenken und dann ist eben klar, Rechtsstaat, diejenigen, die geimpft, getestet, genesen sind, können das weiter benutzen. Und die anderen eben nicht, weil wir da auch Unterschiede machen müssen. Und das sollte auch jedem klar sein. Das ist auch keine Diskriminierung, sondern das ist einfach der gesunde Menschenverstand. Und da verhindern wir, wie ich meine, einen weiteren Lockdown. Allerdings auch da gilt, je höher die Impfquote ist, desto besser ist das. So, das ist das. Übrigens habe ich das Gefühl, meine Mitarbeiter haben das nicht hingesetzt, damit die Fragen der Zuschauer auf durch die Sanduhr laufen, sondern meine Antworten. Es tut mir leid, ich mache es jetzt kurz. Sie haben gesprochen, Schulsport ist eine bittere Geschichte gewesen und man kann sie ganz einfach auf den Punkt bringen. Die Lehrerversorgung war zu diesem Zeitpunkt 2017, 2018 nicht in den Griff zu kriegen. Wir haben einen riesigen Anteil gehabt von jungen Leuten, die mit dem Studium fertig geworden sind, die in andere Bundesländer gegangen sind, haben sich gar nicht um Sachsen gekümmert. Das haben wir mit der Verbeamtung, je so fragwürdig sie ist, aus Sicht auch von älteren Lehrerinnen und Lehrern geklärt. Und es ging trotzdem noch nicht auf, deswegen hat man diese Stunde da weggenommen. Und ich hoffe, dass ich noch einer von denen bin, der in seiner politischen Zeit entscheiden kann, dass es wieder anders ist. Weil sie haben recht, sie haben absolut recht. Diese jungen Leute brauchen Bewegung, sie brauchen das Auspowern, damit sie auch dann wieder andere Dinge erleben. Ja, man hat es versucht, so ein bisschen mit Ganztag aufzufangen, aber das ist nicht das Gleiche. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Wir wollen weiter in den Bereich der Schule investieren, gemeinsam mit den Kommunen, was Digitalisierung angeht. Haben wir gemerkt, wie wichtig das ist. Wir wollen was machen für das Thema Berufsorientierung. Meine Vorstellung ist sehr das Leitbild, dass wir Kinder, also Jugendlichen, klar machen oder dass sie mit denen arbeiten, was willst du werden? Was ist das, was dir liegt? Und dass sie nicht zuerst fragen, ist das Studium oder duale Ausbildung, sondern was liegt dir? Und dann im Zweifel diesen Beruf lernen
und damit glücklich werden oder später ein Studium aufmachen, aber dass wir diese Verengung auf das Studium aufbrechen, dass wir wieder auch mehr Wege in der eigentlichen Facharbeiterausbildung hinbekommen. Denn, meine Damen und Herren, das ist nicht schön zu sehen, dass ein größerer Teil dann das Studium abbricht oder irgendetwas studiert, wo die Leute doch so, so gut als Facharbeiter auch gebraucht werden würden. Also dieses Thema Berufsorientierung wird es eins sein, auf was wir Schwerpunkt legen. Und zum Thema Hausärzte, die Zahl der Instrumente ist begrenzt. Das merkt man auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Wir bilden jetzt schon in Ungarn aus, haben die Zahl nochmal verdoppelt, nicht mehr 20, sondern 40 jetzt jedes Jahr. Wir haben Chemnitz jetzt mit 50. Ich weiß nicht, ob die Zahl mit 22.000 stimmt, aber die, die ich dort getroffen habe, zumindest im ersten Jahrgang, waren Leute, die kamen aus Sachsen, die kamen aus dieser Region zum großen Teil, die haben, wenn sie mit denen gesprochen haben, auch den Eindruck erweckt, als wären die Ärzte, wären sie Kinder von Ärzten, als würden sie sich da orientieren. Also ich hatte eher ein gutes Gefühl. Und mit der Landarztquote ist es ähnlich. Die haben wir jetzt beschlossen, hätten wir Ehren machen wollen, haben wir jetzt beschlossen, sodass wir die Dinge nach und nach durchgehen. Sie haben hier auch aus meiner Sicht jetzt, nicht ganz unumstritten gewesen, diese Kliniken zusammen unter ein Dach zu bringen. Aber wir müssen halt alle miteinander auch versuchen, ein Stück weit auch die Lebenswirklichkeit oder den Wunsch dieser heranwachsenden Ärzte zu fassen. Und ein größerer Teil von denen möchte keine 60- oder 70-Stunden-Woche haben. Und ein größerer Teil von denen will auch nicht mal selbstständig sein, zumindest nicht am Anfang. Und deswegen ist eine Anstellung zuerst mal entweder bei einem Kollegen, bei einem erfahrenen Kollegen oder auch beim Krankenhaus und danach, nur nach ein paar Jahren, wenn man gesettelt ist, wenn vielleicht auch die Familie mit den Kindern so ein bisschen gesettelt ist, dann kommt dann doch die Selbstständigkeit. Das müssen wir, glaube ich, auch anbieten und da ist die Struktur der Krankenhäuser in den Regionen sehr wichtig. Meines Erachtens werden wir keine Krankenhausschließungen mehr erleben, aber wir werden Veränderungen in den Krankenhäusern insofern haben, dass sie stärker auch in dem Bereich der ambulanten Versorgung mittun müssen, weil eben das auch oftmals von den jungen Leuten gewünscht ist. Die wollen zunächst mal eine Sicherheit haben, sie wollen auch die Arbeit im Team haben. Das hat sich verändert. Sie nicken, ich glaube, Sie haben das auch so ein bisschen erlebt und das braucht es auch. Also es sind wieder, wie so oft, nicht die eine einzige Lösung, den Knoten, den man durchschlagen kann, sondern verschiedene Punkte, die zusammenkommen. Und es setzt sich ehrlich gesagt auch durch. Sie haben das ringsherum um Dresden, Sie haben das ringsherum um Leipzig schon, dass die jungen Leute rausziehen, weil sie sich das Grundstück leisten können, weil sie merken, die Schulen sind in Ordnung, Kindergärten sind in Ordnung, man kann pendeln. Und das ist ja das, was wir jetzt versuchen, auch hier nochmal zu verstärken, dass man eben hier auch eine bessere noch Anbindung hat. Das waren das schon 3 Minuten als Antwort, das ist ja furchtbar. Ich würde nochmal ganz kurz 2 Anmerkungen machen. Also erstmal, Dr. Schröder, erstmal meine Anerkennung für deine Leistung, dass du weitermachst mit deiner Tochter. Ansonsten sind wir als Stadt in einer sehr günstigen Situation. Wir haben 3 allgemeinmedizinische Praxen, das ist für unsere Größenordnung schon ganz schön viel. Das haben andere nicht. Was uns fehlt, sind Zahnärzte, falls jemand einen kennt. Eine zweite Sache zum Thema Lüftung in Schulen oder anderen Einrichtungen. Der Bund hat ja vor ganz kurzer Zeit ein neues Förderprogramm herausgebracht für Kommunen oder Schulträger. Und wir haben uns intensiv mit der Sache beschäftigt. Da geht es aber nicht um mobile Geräte, also keine Pseudo-Luftfilter, sondern es geht um Lüftungsanlagen, die nicht nur für Viren interessant sind, sondern auch für allgemein bessere Lärmbedingungen oder Klimabedingungen in einem Raum. Und da kann ich Ihnen nur sagen, dass wir als Schulträger oder als Träger von Kindergärten und so weiter intensiv jetzt nachdenken, wie groß der Schluck werden soll, den wir uns hier genehmigen wollen, in Anführungszeichen natürlich nur. Das kostet alles unheimlich viel Geld, wobei ich noch sehr gespannt bin, wenn alle Kommunen gleichzeitig in den nächsten Monaten solche Anlagen beauftragen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie der Markt das abbilden will. Aber gut, wir werden es probieren. Ja, der Bund hat ein Förderprogramm für 80% aufgelegt. Das ist natürlich irgendwo endlich. Wir gehen davon aus, wenn das Geld alle ist, ist erstmal Schluss. Und wollten nur sagen, also wir wollen jetzt für mehrere Häuser solche Anlagen planen, um dann zu wissen, was es eventuell kostet, falls die Preise noch stimmen, und dann zu entscheiden, dass wir es machen. Allerdings, die 20% drücken uns natürlich dann auch. Aber nochmal, hier geht es nicht um Corona, hier geht es vor allen Dingen um
CO2, also verbrauchte Luft. Und der Vorteil ist eben, dass die Anlagen Energie sparen. Das heißt, die ganze Raumluft wird frisch, aber die Energie wird vorher entzogen und der neuen Luft, die reinkommt, wieder zugeführt. Das heißt, ich spare enorm Energie. Ich muss das Fenster nicht mehr aufmachen, im Winter zumindest, und habe trotzdem gute klimatische Bedingungen. Das wollen wir versuchen. Wissen wir noch nicht, wie weit wir da kommen, aber wir gehen den Weg auf jeden Fall an. Also, so. Guter Bürgermeister, ich empfehle noch einmal Vetas aus dem Erzgebirge. Nein, die haben mir das neulich präsentiert und war ich auch beeindruckt, dass man das auch in Sommermonaten, wenn es richtig, richtig heiß ist, nachts kühlt das System, die Schule runter, die Klassenzimmer. Das hat schon alles Hand und Fuß. Und wenn jetzt der Bund jetzt die 80% dazu gibt und man das machen kann, warum nicht? Ich finde nur immer, auch da, es ist nicht die Lösung, die uns, wenn Corona durch die Decke geht, Sicherheit bringt. Das muss man einem immer klar machen. Man wird auch dann, wenn da ein Corona-Fall ist, die Klasse in die Quarantäne schicken. Keiner wird es aushalten, dass sie dann trotzdem alle weitergehen. Und das Testen wird trotzdem da sein. Aber wenn man jetzt auf diesem Weg das mit hinkriegt, dann machen. Ne? Und wenn die erste Anlage in Betrieb geht, ist vielleicht Corona schon Geschichte. Wäre ja schön. So, jetzt hat sich die Dame in der Mitte gemeldet. Ich mache es ganz schnell. Mein Name ist Carmen Wohlgemuth. Und das Thema geht uns alle was an. Es geht um Kliniken. Die Kliniken im Erzgebirgskreis werden fusioniert. Das ist bestimmt notwendig. Und das Problem, ich bin keine Medizinerin, keine Krankenschwester. Ich habe damit nichts zu tun. Aber das Problem, was die Schwestern und Pflegepersonen sehen, das ist, dass die Fusionierung im Stammhaus Stolberg passieren soll. Und Olbernhau, Zschopau und Annaberg, also das Personal wird kriegt Lohn. Ja, nach dem Haustarifvertrag? Nein. Öffentlicher Dienst, dachte ich. Ja, öffentlicher Dienst, genau. Und Stolberg, die haben den Haustarif. Ich muss jetzt auch erstmal sortieren. Ja, und das Problem ist nun, und da frage ich Sie, Herr Vogel, warum wird jetzt zum Beispiel nicht Stammhaus Annaberg? Dann hätten wir überhaupt gar keine Probleme und die Schwestern und Pfleger, die hätten keine Probleme und Sorgen. Und vor allen Dingen, wir würden sie auch behalten. Herr Kretschmer hat nämlich sehr schön gesagt, dass bei den Lehrern das Problem durch die Verbeamtung doch entschärft wurde. Und ich bitte Sie sehr, Herr Vogel, das Stammhaus Annaberg, und die Stolberger, die kriegen eben dann den Tarif öffentlichen Dienst. Das wäre doch eine gute Lösung, finde ich. Danke. Gut, vielleicht mal ein paar Worte zur Situation der Krankenhäuser insgesamt. Dann komme ich nochmal auf die Tariffrage nochmal zurück. Zunächst erstmal, warum fusionieren wir die vier Häuser, diese vier Krankenhäuser? Einfach ist ein reiner Selbsterhaltungstrieb, weil wir diese vier Standorte gerne in die Zukunft hinein behalten wollen. Keines dieser Häuser macht momentan mehr einen nennenswerten Gewinn, sondern sie fahren Minus ein. Und das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Das hat unter anderem eine Ursache, dass wir von den Kassen Mindestmengen vorgediktiert bekommen, die beispielsweise im operativen Bereich erledigt werden müssen. Sie kriegen genau vorgeschrieben, wie viel Knieoperationen Sie im Jahr machen müssen, um die volle Leistung bezahlt zu bekommen. Wenn Sie die nicht erreichen, kriegen Sie Abschläge. Das ist die Situation. Und das hat uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, dann wollen wir die vier Häuser zusammenfassen zu einem Haus. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass wir zwar in Form einer Krankenhausholding unterwegs waren, aber die Häuser intern überhaupt noch nicht, aufeinander abgestimmt sind. Wir haben alleine im Bereich der IT-Ausstattung einen Nachholbedarf von 25 Millionen.
Und diesen Nachholbedarf müssen wir in den nächsten 3, maximal 4 Jahren lösen. Ansonsten werden wir wiederum von den Kassen bestraft, weil wir dann nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik sind, weil wir also nicht mehr so die Behandlung vornehmen können, wie es notwendig ist. Das mal ein paar Punkte, sage ich mal, warum wir auf diesem Weg gegangen sind. 74 Krankenhäuser im Freistaat Sachsen von 79 sind nicht Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes. Von unseren 4 Krankenhäusern, eigentlich sind es ja nur 3, weil Olbernhausen eine Außenstelle von Schobau, ist nur ein einziges Krankenhaus Mitglied, Vollmitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband. Das in Annaberg-Buchholz. In Schobau hat man nur einen angelehnten Tarif, an den öffentlichen Tarif, also an den ÖDV angelehnt, und in Schobau, in Marienberg angelehnt, und in Stolberg haben wir einen Haustarif bereits seit 2010, 2011. Ansonsten wäre das Haus schon gar nicht mehr zu halten gewesen. Wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kliniken Besitzstandswahrung gewährt. Bereits weit im Vorfeld der gesamten Diskussion. Wir haben mehrere Befassungen im zuständigen Fachausschuss öffentlich gemacht, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre, und haben dort schon die Signale gestellt, dass wir gesagt haben, keiner muss sich Sorge machen, dass er weniger verdient. Aber es wird gegebenenfalls, und das werden die Tarifverhandlungen zeigen, vor allen Dingen im nichtmedizinischen Bereich, wird es dazu vielleicht kommen, dass in den nächsten Jahren dort die Löhne nicht mehr so stark steigen, wie das vergleichsweise im medizinischen Bereich dort funktioniert. Das ist der Hintergrund eigentlich. Und es ist sehr deutlich in die Belegschaft hineinkommuniziert worden. Ich sage mal, das Thema ist ganz bewusst, das habe ich ja auch ein Stück gemerkt, auch natürlich für Wahlkampfzwecke genutzt worden. Denn normalerweise, wenn es nur an dem Tarif, öffentlichen Tarif liegen würde, müssten in Annaberg die Schwestern und Ärzte Schlange stehen, die alle bei uns anfangen wollen, weil wir dort öffentlichen Tarif zahlen. Und in den anderen 74 Häusern in Sachsen, die müssten alle kurz vorm Notstand stehen. Die Situation ist so aber nicht. Und es ist die Kunst am Ende des Betriebsrates und der Hausleitung, mit den Gewerkschaften am Ende einen Tarif zu verhandeln, wo man sagt, der spiegelt genau die Situation, die wir haben, wider. Und der wird auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir dringend brauchen, das sind am Ende natürlich in erster Linie zunächst erstmal Ärzte und das pflegerische Personal, wird sie am Ende berücksichtigen. Und davon bin ich überzeugt, dass das in die Zukunft hinein mit Sicherheit auch funktionieren wird. Und ich sehe da nicht das Problem, weil wir beispielsweise das große Schwerpunktkrankenhaus Chemnitz hat einen Haustarifvertrag. Wird nicht gezahlt nach öffentlichen Tarif. Und von daher sollten wir einfach mal diese Formulierung, es muss öffentlicher Tarif gezahlt werden, alles andere ist nicht gut, das sollten wir außer Acht lassen, sondern ich setze die Verantwortung an das Haus, dass man sagt, es müssen die Tarifverträge ausgehandelt werden, die für die Häuser notwendig sind und die uns am besten voranbringen. Vielen Dank, Herr Landrat. So, ich hatte jetzt keine weiteren Handzeichen mehr bei mir so im Hinterkopf. Doch, jetzt kommen Sie noch. Die Frau Schmieder und dann Herr Lorenz. Ich wollte noch mal ganz kurz was zu den Straßen sagen. Ich muss mich da noch mal korrigieren. Ich habe natürlich vor uns auch die Kreisstraßen gemeint. Und es wäre schön, wenn Sie dann wirklich noch mal ganz Pocker Lengefeld betrachten und dort vielleicht mal drüber gucken, was dort gemacht werden müsste. Und an den Herrn Ministerpräsidenten habe ich noch mal eine Frage um die Bildung. Es gibt ja immer noch Berufe, die keine Vergütung kriegen. Erzieherin zum Beispiel, wo wir auch Massen brauchen. Wie ist denn das da mal geplant? Also in der Ausbildung. Ja, also auch zu den Straßen. Wir haben sowohl bei den Staatsstraßen wie auch bei den Kommunalstraßen, die ja gefördert werden, ein ähnliches Problem. Das Geld reicht nicht aus und wir müssen da
jetzt in dem nächsten Doppelhaushalt nachsteuern. Das will ich auch mal dazu sagen. Natürlich heißt Grasstraße oder Kreisstraße oder Kommunalstraße, dass die Kommunen zuständig sind, aber wir haben eine gewisse Tradition und damit auch ein gemeinsames Verständnis, dass hier bei den größeren Projekten immer auch eine Förderung dabei ist. Und deswegen muss hier von Seiten des Landes was dazukommen. Es gibt eine ganze Reihe von Berufen, Pflegeberufe, medizinische Berufe, da sind jetzt mittlerweile die Umstellungen erfolgt, bei den Erzieherinnen und Erziehern noch nicht. Da gibt es verschiedene Varianten, also beispielsweise auch da die Ausbildung berufsbegleitend, da verdienen die Leute Geld, also man kann sich auch dafür entscheiden. Ansonsten müssen wir uns dazu verhalten, wer die Kosten dazu trägt. Bei dem Altenpfleger machen wir es über die Pflegeversicherung. Gewisse Dinge kommen aus dem Gesundheitsfonds, gewisse Sachen sind staatlich, da sind wir wieder an der gleichen Stelle. Wenn wir das anders haben wollen, müssen wir die Finanzen da drauflegen. Und das wird auch ein Thema sein für die nächsten Jahre, sehr genau abgeschätzt, wie entwickelt sich der Nachwuchs im Bereich Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Kindertagespflege, können wir gerne auch nochmal im Nachgang dann diskutieren. Aber es ist natürlich am Ende dann auch ein sehr beliebter, attraktiver Beruf, wo wir immer noch jetzt die Ausbildung eigentlich ganz gut laufen, muss man sagen. Ja, es ist, kommt immer darauf an, welche Form der Ausbildung man sich sucht. Ne? Ich kann auch sagen als Gemeinde, ich stelle die Leute ein und ich mache das berufsbegleitend, dann verdienen die Geld. Aber den Weg wollen viele auch nicht gehen. Man, das ist immer die Frage, als Träger hast du verschiedene Varianten, die du machen kannst. Herrn Lorenz, er ist Stadtrat. Ja, mein Name ist gesagt, Michael, wir sind ja Unionskollegen, da bin ich manchmal nicht ganz stolz drauf, aber man kommt damit zurecht. Nein, man muss sich dann auseinandersetzen, aber ein anderer lacht, ja, wir hatten auch schon unsere Konflikte. Nein, eine Frage, also ich bin ja Mitte 50, ich sage immer, mein Drops ist gelutscht. Hier vorne in der Kutsche liegt mein Engel. Sagen Sie denn mal bitte, was Sie tun, der hat gut zugehört. Und hier hinten ist mein Sohn, der nimmt es auf, also das ist gut, es bleibt erhalten. Sagen Sie mal jetzt vielleicht am Ende dieser Veranstaltung, was Sie tun. Wir haben die Bilder alle noch im Kopf, was die letzten Tage in Deutschland und auch insbesondere im Erzgebirge Steinbach, Bad Schandau passiert ist. Sie haben vorhin vom gesunden Menschenverstand gesprochen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn das jemand sagt. Das ist immer so ein Vorwand, das man angeblich hätte. Aber wie wir Menschen im Moment unterwegs sind, bezweifle ich das manchmal, dass es das gibt. Aber Sie oder du an deiner Stelle und bitte mal ein Statement, mal eine Botschaft, was wir heute tun. Natürlich, wir reden um hier und jetzt, das ist uns ganz wichtig. Was du heute auch mit deiner Regierung, mit allen tust, dass er in 40 Jahren hier im Erzgebirge noch leben kann. Also ich wollte gerade sagen, heute Abend mache ich nicht mehr viel und mit Ihnen noch ein Bier trinken und eine Bratwurst essen, wenn die Feuerwehr uns dazu noch einlädt. Ansonsten, was heißt nicht stolz sein auf die Partei, in der man Mitglied ist? Zunächst mal ist es so, wir leben in einem Land, was stabiler ist, mit einem höheren Wohlstandsniveau als jedes andere Land auf der Welt. Sagen Sie mir ein Land, in dem das Sozialsystem besser ist als in der Bundesrepublik Deutschland. Ich kenne keins. Es gibt Ausschnitte in Schweden, was Krankenversorgung angeht und die Krankenschwestern und das und so. Aber insgesamt, wo wollten wir lieber leben als hier? So. Und wenn man jetzt mal überlegt, hat sich das Leben in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 30 Jahren für uns hier im Freistaat Sachsen verbessert oder nicht verbessert? Haben wir, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was die Perspektiven angeht, eher einen positiven Blick oder müssen wir jetzt sagen, es wird alles in die Asche fahren? Vor uns liegen große Herausforderungen und die haben andere Länder auch. Nochmal, das, was im Bereich Klimaschutz vereinbart ist, betrifft die ganze Welt. Und ich war jetzt in Moskau, habe dort mit dem Premierminister gesprochen und dem Vizepremier und die haben mit mir über Klimaschutz gesprochen. Da habe ich gesagt, die Russen reden mit dir über Klimaschutz, das kann man sich bald nicht vorstellen. Aber die haben das total verinnerlicht, die wollten das genau wissen.
Wir haben sehr viel über Atomenergie gesprochen, gebe ich auch zu. Aber dass das Ziel erreicht werden muss, war für die genauso klar. Und welches Land, wenn man dieses Ziel hat, Umbau der Energiewirtschaft, CO2-freie Industrieproduktion, Management der ganzen Prozesse, welches Land kann es wohl besser als die Bundesrepublik Deutschland? Und wer hat, wenn man jetzt mal überlegt, wirtschaftliche Kraft, die höchste Chance, die höchste Wahrscheinlichkeit, daraus einen Gewinn zu machen an Arbeitsplätzen und an Wertschöpfung und Steigerung des Bruttoinlandsprodukts? Ich glaube, das ist Deutschland. Allerdings nur, wenn wir uns darauf besinnen, was dieses Land groß gemacht hat, nämlich Eigenverantwortung, Stärke, Freiheit, Innovationsdrang. Und das sind alles Punkte, die im Erzgebirge vorhanden sind. Ich glaube auch, dass man nach diesen vielen Jahren auch der Großen Koalition eine gewisse Befreiung braucht, um mal Dinge aufzubrechen und wieder den Leuten mehr eigene Möglichkeiten zu geben. Aber insgesamt sehe ich eine positive Zukunft. Und noch einmal, alle reden derzeit über die gleichen Fragen. Wenn der tschechische Premierminister am 28. August zu uns kommt zum Frohnauer Hammer, dann bewegt den das Gleiche. Wie kriege ich das hin, aus der Braunkohleverstromung in Tschechien auszusteigen und trotzdem da was Vernünftiges hinzukriegen, vielleicht kein Atomkraftwerk zu bauen? Wie geht das mit der Elektromobilität und dem autonomen Fahren? Wollen die von uns wissen? Wollen die mit uns gemeinsam entwickeln? Von daher muss man so einer jungen Generation, die kleineren und die jetzt schon etwas älter sind, sagen, macht das, interessiert euch, bleibt neugierig, guckt, dass ihr eine wirklich breite Bildung bekommt, mit Sport, mit Gemeinschaft, mit auch kultureller, musischer Bildung, mit der Tradition, mit der Kultur des Erzgebirges. Und dann wird das alles werden. Offen bleiben, neugierig bleiben. Und beim Thema Klimaschutz, ich finde, das sind alles so Reflexe. Ja? Diese Katastrophe, die da jetzt in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat, wäre, wenn sie hier bei uns aufgetreten wäre, in der Sächsischen Schweiz, in ähnlicher Weise verheerend gewesen. Obwohl wir 3,5 Milliarden Euro Hochwasserschutz investiert haben in den letzten 20 Jahren. Das ist ein Schicksalsschlag. Das ist eine Naturkatastrophe. Da müssen viele, viele Dinge zusammenkommen. Und da ist ein Punkt ist auch Erderwärmung. Ja, sehr warm, sehr, sehr hohe Temperaturen sorgen dafür, dass sehr viel Feuchtigkeit in der Luft sein kann. Das ist der Beitrag des Klimaschutzes. Aber danach kommt alles andere ist Zufall. Ein Tiefdruckgebiet, was dieses starke Gebiet an einer Stelle festhält. Dafür, dass das an einer Stelle passiert, wo unten Täler sind, Schluchten sind, wo das Wasser nicht weg kann, wo ein Erdreich ist, was entweder extrem verkrustet ist, weil es sehr, sehr trocken war, wie bei uns 2002, oder extrem aufgeweicht, dass das Wasser das nicht aufnehmen kann, und, dicht besiedelt. Ja, wenn das irgendwo in der Fläche passiert, merkt man das gar nicht. Und das wird es auch in den nächsten Jahrzehnten geben. Das gab es auch. Und deswegen auch da wieder nicht schwarz, nicht weiß. Wir müssen uns darum kümmern, wir müssen in Hochwasserschutz investieren, wir müssen auch dafür sorgen, dass das Wasser, wenn es geht, in den Wäldern bleibt und nicht so wie ein durchknallt. Nur alles ist endlich. Auch das haben wir doch hier gesehen. Wir wissen, wenn es an einer gewissen Stelle auftritt, gibt es keine Chance. Jetzt redet man über Verantwortlichkeiten. Da kann man auch mal sagen, wir brauchen ein besseres Frühwarnsystem. Wir haben vorhin auf der Fahrt darüber gesprochen, wie viele Warnungen es hier alleine fürs Erzgebirge in den letzten Tagen gab. Ja, wenn du die fünfte gehört hast, dann bist du auch wieder abgestumpft. Also ich finde immer, da ist Deutschland auch ein bisschen so extrem. Es darf nie was schiefgehen. Es muss immer einen Verantwortlichen geben, den man irgendwo hinhängen kann. So ist das Leben auch nicht. Sondern was ist, dass es ein tolles Volk ist, was füreinander einsteht. Die Bundeswehrsoldaten, die sind sofort hingefahren. Dieser alte Baggerfahrer mit seinen 70 Jahren, der da unten an die Talsperre gefahren ist und den Durchgang wieder frei gemacht hat, wissend, dass er möglicherweise dann nicht wieder lebend rauskommt, aber der es einfach macht. Oder die Polizisten oder die Bürgermeister aus dem Erzgebirge, die anrufen in der Partnergemeinde, wir fahren jetzt los, können wir euch helfen? Oder dieses Geld, wir werden jetzt mal sehen, wie viel da zusammengekommen ist. Wir haben ja ein Konto eingerichtet, so geht Sachsen hilft. Haben die Menschen in Größenordnungen Geld gespendet und mitgemacht. Das ist das Tolle, was man daraus zieht, dass man sagt, es kann passieren, es ist ein irrer Schicksalsschlag, es ist schlimm, wenn es so kommt.
140 Leute bis jetzt gestorben. Das ist unglaublich. Wann gab es das zuletzt in der Bundesrepublik Deutschland so eine hohe Zahl? Das ist wirklich furchtbar. Aber dieses Land hält zusammen. Und es macht uns stärker. Und wir werden danach auch wieder mehr zusammengewachsen sein. Das finde ich ist das A und O. Und jetzt nicht so zu kommen und da Spielchen zu machen, wer Klimawandel und wir haben es immer gewusst und wir haben es euch doch und so. Das ist doch Unsinn, das ist doch auch unredlich. So, vielleicht ist das der letzte Satz. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich nehme das hier als Mahnung, dass ich viel zu lange rede. Arbeite an mir. Schön, dass Sie trotzdem sitzen geblieben sind und nicht weggerannt sind. Und vielleicht haben wir jetzt im Anschluss noch die Gelegenheit, das ein oder andere Gespräch so unter vier Augen oder unter acht Augen zu führen, wie Sie wollen. Vielen Dank für die Zeit. Also den Zeitrahmen, den haben wir überhaupt nicht überschritten. Das ist alles super noch im Lot. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an dich, aber auch natürlich an Frank Vogel fürs Herkommen, fürs Reden, fürs Erklären. Ich denke auch, das ist ein ganz tolles Format, was ihr da entwickelt habt. Und dass du regelmäßig im Lande unterwegs bist, bei vielen Gelegenheiten, aber eben auch bei solchen, mit einer breiten Schicht von Leuten ins Gespräch zu kommen, das hat es früher so nicht gegeben. Ich hoffe, du machst es noch ganz lange, weil ich es für ganz wichtig halte. Denn ich denke, alle, die heute Abend hier waren, haben irgendwas Neues erfahren, irgendeinen Zusammenhang gesehen, den sie vorher vielleicht nicht so gesehen haben. Oder haben zumindest erfahren, wie der Regierungschef in Sachsen tickt oder wie er vorgeht. Gerade auch Thema Koalition und so weiter, Politik, Partei, Schiene und was es noch so gibt. Also, finde ich wirklich toll. Herzlichen Dank, dass du hergekommen bist zu uns. Gerne wieder, nicht jedes Quartal, klar, es gibt noch andere, die wollen dich auch sehen, aber ich werde irgendwann wieder mal den Finger heben oder eine Einladung schreiben und habe mich riesig gefreut. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie wir im Kalkwerk weiterkommen, auch in Zukunft, nachdem wir diesen großen Batzen dann verarbeitet haben. Also wir haben natürlich noch viel vor, aber auch an anderer Stelle. Und ich kann nur sagen, bei allen Problemen, die wir haben, ich sehe es auch so, also wirklich einen Grund zur Klage haben wir nicht. Also das meine ich jetzt als Kommune, das meine ich auch als Land. Es geht uns ja doch sehr gut. Und was wir uns jetzt noch wünschen, was es gerade nicht gibt, das ist natürlich Luxus. Ja, das waren die fetten Jahre, wo die Steuern jedes Jahr auch für uns gestiegen sind, wo immer mehr Geld da war. Da haben wir jetzt mal eine kleine Korrektur. Und dann hoffe ich einfach mal auf die Prognose, dass in 2-3 Jahren das wieder ausgewachsen ist. Und dann reden wir wieder normal. Also weiterentwickeln mit leichten Zuwächsen. Ja. Also, Optimismus, denke ich, ist ganz wichtig und wir haben allen Grund dazu, bei allen Schwierigkeiten. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das haben nicht alle gewollt. Ich habe noch mehr eingeladen, die dann sich nie angemeldet haben und da habe ich weiter angemeldet. Ja? Also eingeladen, nee, Sie haben angemeldet. Ja, freue mich sehr, dass die 70 voll geworden sind. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Danke auch an den Landrat, Sie waren ja nicht ganz umsonst hier. Sie haben auch wichtige Fragen beantwortet und haben mal einen Querschnitt von Volker Lengefeld gesehen. Jetzt sind Sie alle eingeladen, hier draußen im Hof gibt es Gegrilltes und noch ein paar Getränke natürlich und es steht natürlich auch Gelegenheit, miteinander zu reden und ab und zu ist vielleicht auch der Michael Kretschmer mal frei für einen neuen Gesprächspartner. Er wird sicherlich noch ein paar Minuten hier bleiben, er wird uns nicht fluchtartig verlassen. Vielen Dank, einen schönen Abend und eine schöne Zeit. Noch ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Ich kann hier vorne gut reden. Also es sind ganz viele Mitarbeiter von uns von der Stadtverwaltung, sowohl technische als auch andere aus dem Rathaus und natürlich die Feuerwehr, das DAK, die hier mit sitzen, die absichern, falls jemand schlecht wird und noch eine ganze Menge andere, die Polizei, die hat er mitgebracht, dass hier nichts passiert. Ja, also herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Seid ihr geformt? Ja.
auch ganz viele Fotos. Ganz viele Fotografen. Ja. Also alles wie geplant, total.